würde sehr gerne einsteigen mit Alvin Kehlin, er ganz rechts, er ist Geschäftsführer von EPA Switzerland. EPA ist eine Organisation, die sich für internationale Umweltforschung einsetzt. Herr Kehlin, vielleicht können Sie gleich etwas dazu sagen, was das bedeuten soll. Wir sind ein Umweltinstitut in Hamburg. Es wurde von Also EPA ist ein wissenschaftliches Umweltforschungsinstitut in Hamburg. Ist es genug laut? Es wurde von Professor Michael Braungart 1987 gegründet. Er hat zuvor die Abteilung Chemie von Greenpeace geleitet. Und er hat erkannt, 1987, wir haben letztes Wochenende 25 Jahre gefeiert, er hat erkannt, es ist der falsche Weg von Greenpeace, immer die Industrie anzutragen, er macht die Dinge falsch, sondern muss die Industrie unterstützen. Der Name EPA heißt Environmental Protection Encouragement Agency, also zu unterstützen. Also es geht darum, wirklich die Industrie zu unterstützen, dass wir anders wirtschaften, dass wir andere Produkte generieren. Und wir nennen das Konzept Cradle to Cradle. Also können Sie das ganz kurz... Von der Wiege zur Wiege, es geht um Ressourcen. Wir haben ein großes Problem, dass uns die Ressourcen ausgehen. Und das zweite Problem ist, die Qualität der Ressourcen wird immer schlechter, weil wir recyceln. Und in unserer Wahrnehmung ist Recyceln ein Downcycling, das heißt, wir verlieren die Qualität der Rohstoffe. Und was müssen wir tun, um so wirtschaften zu können, dass wir Produkte herstellen können, wo wir die Rohstoffe in mehreren Lebenszyklen führen können und wo wir die Qualität der Rohstoffe nicht verlieren. Jetzt sind Sie ja Geschäftsführer hier von EPA Schweiz. Sie waren vorhin Geschäftsführer auch von einer Firma, die hieß Rhône Textil AG. Da haben Sie das erste Produkt herausgebracht, das eben so ein Trail-to-Trail-Produkt ist. Vielleicht können Sie dazu noch ganz kurz etwas sagen, bevor wir dann weitergehen. Okay. Dieses Produkt, das war eine kleine Firma im St. Gallen Rheintal, 30 Leute, Textilbetrieb. Wie überlebt man als Textilbetrieb in der Schweiz? Habe dann Michael Brandt kennengelernt und wir haben dann ein Projekt gemacht, wirklich ein Produkt so zu gestalten, dass es sicher ist für biologische Kreisläufe. Dazu mal hat man gesagt, ein Möbelbezugstoff, ein Textil, das kompostierbar ist oder essbar ist. Das heißt, wenn irgendwelche Fasern weggehen, dann inhaliert man die und dann soll es eigentlich nichts machen. Und das ist eigentlich das Grundprinzip von diesem Cradle-to-Cradle-Thema. Wir müssen schauen, dass wir eine andere Produktqualitätsdimension schaffen. Okay? Das geht immer um diese Rohstoffe. Und dieses erste Beispiel ist hier in der Schweiz entstanden, 1993. Also auch schon eine lange Zeit her. Ich bin dann 2005 nach Hamburg, zu EPA als Geschäftsführer, weil wir das Problem hatten, dass eigentlich die Wissenschaft eigentlich dieses Thema Cradle to Cradle erkannt hat, wie wir die Materialien bewerten in biologischen oder technischen Systemen. Aber was gefehlt hat, war Industrieimplementierung. Und ich komme aus der Industrie und bin auch stolz drauf. Und ich habe dann gesagt, komm, die Wissenschaft, da wissen wir, was abgeht, aber das Problem ist die Implementierung und versuche ein Geschäft daraus zu machen. Also, dass es wirklich auch die Industrie hier die Erkenntnisse gibt und verbinden Sie mir, wenn ich die Aussage treffe, wir haben versucht, hier der Wissenschaft ein Gesicht zu geben. Das heißt, dass die Unternehmen verstanden haben, was die da in Hamburg überhaupt tun. Wir haben das definiert, dieses Konzept. Und das wichtige Element, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns als Wissenstreuhänder positioniert. Was heißt das? Wir haben ein Problem in Lieferketten, wo Teilnehmer in einer Lieferkette Angst haben, Informationen preiszugeben, weil sie Angst haben, die Informationen gehen irgendwo hin, wo sie nicht hingehen dürfen. Und dann haben wir gesagt, wir stehen hier ein als Wissenstreuhänder. Ihr könnt uns die Informationen geben, wir übersetzen die Informationen in eine Cradle-to-Cradle-Aussage. Die Cradle-to-Cradle-Aussage kann man kommunizieren und die Information bleibt bei uns gewahrt. Okay. Seit wir das haben, funktionieren die Projekte.
Da kommen wir bestimmt später nochmal darauf zurück. Ich möchte weitergehen zu Hans Widmer. Du bist Philologe, Futurologe. Wenn man dich allerdings sucht im Internet unter Hans Widmer, dann findet man 2,6 Millionen Treffer und keiner trifft eigentlich zu auf dich. Wenn man hingegen einen mit einem Buchtitel eingibt, ich würde behaupten, das bekannteste ist Bolo Bolo, und das mit einem Pseudonym PM sucht, dann bekommt man 7,2 Millionen Treffen und dann hat es tatsächlich auch solche Gründe, die stimmen. Vielleicht kannst du Hans ganz kurz mal sagen, was hat es denn mit diesem Buch eigentlich auf sich? Das wurde 1983 wurde das gemacht. Kannst du das ganz kurz umreißen in ein paar wenigen Sätzen? Ja, du bist so weit zurück. Ja. Unbedingt. Ja, da haben wir noch Mammuts gejagt zusammen, 1983. Ja, ich bin ja Philologe, das hast du richtig gesagt, und nicht Ingenieur. Also mir geht es eher um Sprache, Menschen, Konzepte und Lebensweisen. Damals, 1980, ich will jetzt nicht Memory Lane gehen, aber da gab es eine große Revolte in Zürich, auch in Europa. Wir haben viele Häuser besetzt damals, da war ich auch dabei, es gab jeden Tag eine Demo, nach die meisten davon nackt oder halbnackt. Und diese Bewegung, die ist zu Ende gegangen, wie alle anderen vorher auch. Und die Stimmung war natürlich depressiv zu der Zeit. Und sagen, wir haben schon wieder eine Bewegung, wir haben schon wieder nichts erreicht, es geht immer bergab. Es war ja auch schon 10 Jahre her, seit dem Bericht des Klapperforum, die Grenze des Wachstums. Und solche Sachen hat man damals sehr ernst genommen. Es ging um die Kritik dieser Konsumgesellschaft, dieses monströsen Konsumismus. Das war ja die Botschaft, also gut, wieso macht man nackt Demos? Ja, man spart Kleider zum Beispiel. Also das sind alles diese ikonischen Versuche. Und dann war die Stimmung depressiv und ich auch, aber nicht ganz so depressiv. Da war auch die Ferien in Griechenland und habe mir alles aufgeschrieben, was eigentlich doch noch wichtig wäre. Und verschiedene Sachen, muss man jetzt nicht rekapitulieren. Und das war eine Wunschliste, so wie man sie jetzt zu Weihnachten verfasst, hätte gerne eine Gesellschaft, wo man sich wohlfühlt und so weiter und so fort. Ich habe das dann ein bisschen geordnet. Und es hieß dann Bolo Bolo, weil ich dachte, die alte Sprache ist auch noch untergegangen, ist auch noch unter die Räder gekommen. Wir können nicht mehr mit Begriffen wie Sozialismus, Gemeinschaft und solchen Sachen. Alle missbraucht, alle unbrauchbar, dreimal kaputt. Und dann habe ich gesagt, irgendwas mal Bolo Bolo, das Ding, was wir da wollen. Also diese neue Normalität, die dann vielleicht auch kommt nach diesem Zustand, den wir heute haben. Es ist ja leider bei der Utopie geblieben, aber du bist dran geblieben. Du hast Wohngenossenschaften gegründet, du hast weiter Bücher geschrieben. 2012 waren es gleich 2 Bücher, die du geschrieben hast. Ich glaube, eines geht in eine ganz ähnliche Richtung wie Bolo Bolo und das andere ist ein Roman oder umgekehrt. Was steht in diesen 2 Büchern? Ja, haben Sie 2 Stunden Zeit? Na klar, kann ich das nur kurz sagen. Ich bin ja eigentlich eben ein Mensch, der gerne Romane schreibt. Weil Romane haben einen Vorteil, man kann die Welt aus verschiedenen Perspektiven schildern. Obwohl man ja nur ein Autor ist, aber man kann fast, ist besser als im Film. Im Film hat man immer nur ein Bild aus einer Richtung. Man kann quasi einen Mehrbildfilm machen, der mit verschiedenen Subjektivitäten spielt. Und in dem Roman, den ich jetzt da geschrieben habe, der heißt Manetti lesen. Der Roman besagt, man soll nicht diesen Roman lesen, sondern einen viel besseren Roman, den jemand anders geschrieben hat, der viel besser schreibt als ich. Ich dachte, das wäre noch klug. Aber die Leute, die den viel besseren Roman schreiben in meinem Buch, die verschwinden. Und da dachte ich, der ist so gut, dass die Leute davonlaufen, weil sie halten es nicht mehr aus in unserer Gesellschaft. Sie sind irgendwo verschwunden, man findet danach heraus, wo. Und die Geschichte ist genau diese Geschichte, die ich jetzt schon erwähnt habe. Ich wundere mich darüber, erstens, dass ich noch da bin und nicht total verbittert nach all diesen Niederlagen. Das wundert mich sehr. Ich weiß nicht, wie das geht. Das Zweite ist aber, warum haben wir jetzt 40 Jahre all das gewusst über die Probleme des Wachstums und nichts erreicht? Also ich würde sagen, ganz nichts. Ich bin ja nicht kein Kulturpessimist, sondern ich bin ein leicht frustrierter Kulturoptimist. Aber es ist noch nicht so gelaufen, wie wir gedacht hätten. Also der Energieverbrauch nimmt immer noch zu. Ich glaube, es gibt zwar ein bisschen mehr Erneuerbares, aber ich habe damals noch Kontakt gehabt, der hat auch mal hier unterrichtet an der ETH, ist leider jetzt gestorben. Und Pierre Fornela hat damals gesagt, in den 70er Jahren, wenn die Schweiz jedes Jahr 100 Millionen in die Solartechnologie investieren würde,
dann hätte sie kein Problem. Und Frau dann auch, wenn er gestorben ist, hat er gesagt, ja genau, dann hätten wir nie ein Problem gehabt. Aber wir haben halt getötet, wir haben nicht das getan, was wir hätten tun sollen. Und das gibt einem zu denken, und das ist Romanstoff. Gut. Es gibt natürlich keine Probleme, aber es ist ein Romanstoff. Und wenn Sie sich da reinfühlen wollen, wie das ist, dann können Sie das lesen. Das zweite Buch ist da was anderes, ist das Sachbuch zum Roman, wo ich ein paar Vorschläge mache, auf die wir noch zurückkommen, wie man jetzt eine solche Gesellschaft jenseits des Wachstums gestalten könnte, so dass wir noch besser leben würden als heute. Darum höre ich auch gerne, was Sie sagen. Das löst dann einige Probleme mit den Ressourcen. Das tönt doch schon mal gut. Also wir haben einen Ingenieur, wir haben einen Philologen und wir haben natürlich auch eine Wissenschaftlerin hier in Seidel. Sie sind Leiterin der Forschungseinheit Wirtschaft und Sozialwissenschaften der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Ihre Arbeitsschwerpunkte, die tönen extrem faszinierend. Da ist Ökonomik der Flächennutzung und Siedlungsentwicklung, Naturschutz und Biodiversität, Umwelt, ökonomische Instrumente, Nutzung und Entwicklung, periphere Gebiete der Schweiz. Das tönt gut, tönt nach viel, tönt sehr interessant, aber was ist das eigentlich, Frau Seidel? Können Sie das erklären? Ja, okay. Also ich bin Umweltökonomin, ökologische Ökonomin und an der WSL forschen wir ja zu Wald, Schnee und Landschaft. Und meine Themenschwerpunkte haben sich in diesen Bereichen eben etabliert. Aber ich arbeite schon viel länger zu Naturschutz und Biodiversität. Biodiversität, das wissen Sie alle, wir haben ganz große Probleme, die geht zurück mit Biodiversitätszerstörung, ist in der Schweiz sehr stark mit Flächenverbrauch verbunden und den Flächenverbrauch und die Bodennutzung sehe ich auch als ein ganz gravierendes Problem in der Schweiz an. Daneben machen wir ganz tolle Forschung über Schweizer Sommerhofsgebiete, eben Instrumente für Siedlungsentwicklung, Landschaftsentwicklung. Wenn Sie an der ETH hier oder an der Universität Zürich diese Fächer lehren, was kommt für ein Feedback bei den Studierenden zurück? Also was ich unterrichte, das ist ökologische Ökonomik, hier an der ETH und an der Uni. Und ich habe immer interessierte Studierende, die sich freuen, dass Themen behandelt werden, die sonst in den Vorlesungen eigentlich nicht groß zur Diskussion stehen. Und es macht immer Spaß, eine Gruppe zu haben, die dann zusammen sagen, ja, wir haben jetzt was gelernt, was wir sonst in keiner Vorlesung hören. Sie haben zusammen mit dem Angelika Zahns das Buch Postwachstumsgesellschaft, Konzepte für die Zukunft herausgegeben. Haben Sie gespürt, dass sich danach etwas verändert hat im allgemeinen Bewusstsein? Ja, ich denke, wir sind in eine Zeit gekommen, wo die Wachstumskritik eben latent war und ausgebildet ist. Das war eben vor 2-3 Jahren. Wir hatten in diesen ganzen 90er und 2000er Jahren eigentlich kaum Wachstumskritik. Die war Anfang, Ende 80, Anfang 90 war sie da, eben 72 natürlich sowieso. Und in den 2000ern gab es eigentlich keine Wachstumskritik. Ich bin eigentlich von der Wachstumskritik infiziert von St. Gallen. Ich habe in St. Gallen promoviert. Hans-Christoph Rinsauer kennen wahrscheinlich einige von Ihnen. Und das Thema war eigentlich irgendwie immer präsent bei mir, aber ich habe so in den 2000ern gedacht, vielleicht kriegen wir das hin mit dieser Effizienzrevolution. Dass wir tatsächlich enorme Effizienzverbesserungen hinkriegen und damit auch die Umweltprobleme irgendwie in den Griff kriegen. Und dann gab es so in den 2000ern, hat diese ganze Rebound-Debatte und Forschung angefangen und ich musste sagen, nein, die Effizienz wird nicht ausreichen und bin wieder dazu gekommen, ja, wir müssen an diese Wachstumsform gehen. Ich glaube, jetzt sind wir dort angelangt, wo wir einsteigen können in die Analyse, nämlich was ist denn eigentlich das Problem von diesem Wachstum? Und von was für ein Wachstum sprechen wir da? Vielleicht können Sie da gleich weiterfahren. Ja, vielleicht gleich im Voraus, wenn wir von Wachstum hier sprechen, oder wenn ich davon spreche, dann meine ich immer das Wirtwachstum. Ist das auch, wenn Sie die Wachstumsraten in der Zeitung lesen, BIP, Bruttoinlandsprodukt, das sind die Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr produziert werden in einem Jahr, in einem Land und auch auf dem Markt gehandelt werden. Also Schwarzarbeit, Hausarbeit, solche Dinge sind nicht im BIP. Es gibt eine lange Kritik am BIP, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen.
Also das verstehe ich unter Wachstum, und wenn ich dann von Wirtschaftswachstum spreche, spreche ich von dem. Und eben wie ich schon angedeutet habe, wir haben keine absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcen bzw. Energieverbrauch. Was ist da das Problem dabei? Ja, das heißt ganz einfach, wir haben steigendes Wirtschaft, wir haben weiteres Wirtschaftswachstum und wir haben zugleich Zunahme des Energie- und Ressourcenverbrauchs. Und das geht einfach nicht, weil unsere Welt begrenzt ist. Unsere Energiereserven, unsere Ressourcen sind einfach begrenzt. Und wir wissen zum Beispiel aus dieser ganzen Klimadebatte, dass wir 20 bis 2030 den CO2-Ausstoß um 80 bis 95% verringern sollen, wenn wir das 2% Wachstum, 2 Grad Klimaziel hinkriegen wollen. Also 80 bis 95% CO2-Reduktion bis 2050 hat sich auch die Schweiz dazu verpflichtet. Gleichzeitig brauchen wir eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs von 80 bis 90% bis 2050, wenn wir nachhaltig mit den verfügbaren Ressourcen umgehen sollen. Sie kennen vielleicht oder sicherlich den ökologischen Fußabdruck. Inzwischen haben wir diesen Tag im Jahr, wo die Ressourcen, die nachwachsen, verbraucht sind, Ende August. Das heißt, von September bis Dezember leben wir von den Ressourcen, und mit dem Leben von den Ressourcen werden auch die Regenerationspotenziale immer kleiner. Also wir haben definitiv ein ökologisches Problem, und mit Wirtschaftswachstum wird das nur verschlimmert. Deshalb müssen wir den Herrn Thomsen, Herr Kellen, Sie von der Wirtschaft als Ingenieur, weshalb müssen wir den Herrn Thomsen, kann Sie da was dazu sagen? Ich möchte das korrigieren, ich bin kein Ingenieur, ich bin auch Betriebswirtschaftler. Okay. Diese Thematik, die Sie ansprechen, diese Entkopplung, das ist genau das Entscheidende. Wir denken in diesem Credo-Credo-Schema, da kommen wir darauf zurück. Wir sagen, mit der Effizienz kommen wir nicht weiter, okay? Weil das ist lineares Denken. Okay? Reduzieren, minimieren, verhindern, verzichten. Damit lösen wir die Probleme nicht. Also wir müssen schauen, dass wir ganz andere Systeme entwickeln, dass sie in Kreisläufen denken. Und das ist eigentlich die Problematik, weil wir auch alle erzogen wurden, linear zu denken. Und dieses Umdenken in Kreisläufen, dass wir plötzlich Dinge anders gestalten, okay, wo wir eben diese Rohstoffe nicht mehr verlieren. Und es gibt, in Cradle Plan gibt es drei Prinzipien. Die bestehen schon seit Beginn. Das erste ist Waste equals Food. Abfall gleich Nahrung. Es gibt im Konzept von Cradle to Cradle keinen Abfall. Das ist ziemlich radikal. Der zweite Punkt ist erneuerbare Energie. Okay? Wir haben genügend Energie in der Natur zur Verfügung von der Sonne. Wir haben nur die Technologie noch nicht richtig umgesetzt. Und das dritte Thema ist Biodiversität. Und wir reden nicht von Effizienz, wir reden von Effektivität. Also es geht darum, wir müssen schauen, dass wir Systeme definieren. Okay? Dass wir Systeme so definieren, dass wir sie in Kreisläufen halten. Dass wir nicht reduzieren, dass wir nicht minimieren. Und dadurch schaffen wir ganz andere Momente, auch betriebswirtschaftlich gesehen. Das heißt, die Unternehmen schaffen plötzlich einen Turnaround. Okay? Also wenn Sie die Kurve anschauen, mit der Effizienzkurve, dann geht die immer so dieser Weg von nach unten, so diese Bewegung, konvex, konkav. Und in Cradle to Cradle versuchen wir das Gegenteil, wir versuchen diese Bewegung hinzukriegen. Das heißt, wenn Sie aus unternehmerischer Sicht das anschauen, wenn Sie Produkte gestalten und vertreiben und verkaufen, und Sie schaffen es, dass Sie diese Produkte nach der Nutzung wieder zurückkriegen und Sie haben die Rohstoffe wieder da in der Qualität, die Sie brauchen, dann schaffen Sie plötzlich eine Entkopplung von Elementen, wo Sie ein ganz anderes Wirtschaften kreieren. Das könnte alles sehr schön, aber ist momentan überhaupt noch nicht das, wo wir mit der Wirtschaft momentan sind, oder? Das ist meilenweit entfernt, was Sie von mir sprechen, oder nicht? Okay, ja, wir sind meilenweit davon entfernt. Woran liegt denn das? Vielleicht kannst du da Hans etwas dazu beitragen. Ja, also nicht gerade zu diesen
technischen Aspekt. Aber ich würde irgendwo anders noch beginnen und würde sagen, ja, unsere Wirtschaftsordnung basiert eigentlich auf einem Missverständnis. Und das Missverständnis ist jetzt nicht erst 10 Jahre alt, sondern es ist wahrscheinlich 5000 Jahre alt oder es ist mindestens 250 Jahre alt. Das heißt, wir haben unsere ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse so strukturiert, dass wir uns als Konkurrenten verstehen, dass wir gegeneinander das Leben holen, wie sozusagen im Dschungelcamp, nicht mit der Machete dann als gute Ausbildung, sondern Arbeitsdschungel stürzen, dann die Beute nach Hause bringen und sie dann ausstellen, wie vor Sofas und anderen Sachen. Das heißt, wir haben ein Grundverhältnis in dieser Gesellschaft, das all diese Probleme überhaupt geschaffen hat. Das ist eine anthropologische, inzwischen fast Konstante geworden. Wir sind aber immer noch fähig, wieder zurückzugehen, also die Geschichte wieder aufzuheben. Ich bin nicht Hegelianer, aber das könnte man jetzt da gerade brauchen. Die Geschichte aufzuheben und sagen, ja, wir können auch kooperieren. Wir sind fähig. Und es gibt ja David Graeber, ich bewundere ihn sehr, den Anthropologen, der war auch ein bisschen Guru der Occupy-Bewegung. Von dem hast du sicher auch gehört. Der hat das ja in seinem Buch untersucht. 5000 Jahre Schulden. Und die ersten 5000 Jahre heißt es. Und er hat nach Gesellschaften gesucht, wo Menschen tauschen. Und zwar urwüchsig, dass man sagt, ja, also die liberale Wirtschaftstheorie besagt, der Mensch ist ein Tauschtier. Kaum hat er was, will er tauschen. Das ist so die Anthropologie, die da. Und das ist eine Reprojektion auf Gesellschaften, die es gar nicht gegeben hat. Die haben wir nicht gefunden. Alle ursprünglichen Gesellschaften, wenn man sie lässt und wenn nichts Dummes passiert, die teilen, ganz spontan, sie kooperieren. Das machen wir auch in jeder Firma. Es gäbe keine einzige kapitalistische Firma, die funktionieren würde, ohne die spontane Kooperation der Angestellten. Also stellen Sie sich vor, jemand sagt, ein Handwerker sagt, gib mir mal den Hammer, und der andere sagt, ja, was bekomme ich dafür? So sind wir gar nicht. Das heißt, eigentlich bestehen alle unsere konkurrierenden Einheiten aus, Graeber sagt das, aus Mikrokommunismen. Das heißt, wenn wir eben so sind, es würde auch das Konkurrenzsystem nicht funktionieren ohne unsere ursprüngliche Kooperation. Und jetzt haben wir das Problem, nicht? Das hat sich aufgeschaut und jetzt sehen wir, dass mit diesem Konkurrenzverhalten, dass wir mit diesem Planeten so nicht umgehen können. Es funktioniert nicht zwischen Mensch und Natur, schon gar nicht zwischen den Menschen. Also die Natur hat eine Art, sie hat auch eine Art Burnout, aber die Menschen auch. Es brennt alles aus, es ginge nicht. Es ging noch lange gut, weil man immer noch neue Frontiers hatte, neue Grenzen. Hat man Amerika entdeckt, hat man wieder 100 Jahre Ruhe. Es hat eine neue Ressource. Aber jetzt haben wir globalisiert. Es ist fertig. Jetzt können wir sagen, ja, jetzt haben wir das Bruttoinlandprodukt des Planeten ist 65 Billionen Dollar. Aber die Finanzblase, die mit diesem Bruttoinlandprodukt bedient werden soll, ist 600 Billionen Dollar. Wenn wir jetzt das überlegen, können wir sagen, ja, wenn der Planet so gut dastünde wie heute Griechenland, hätten wir unheimliches Glück gehabt. Und wo kommt dann der Rettungsschirm, aus welcher Galaxis? Das heißt, wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt angekommen, wo wir die Geschichte verstehen, weil sie nicht mehr funktioniert. Und sie funktioniert auf verschiedenen Ebenen nicht, vielleicht kommen wir darauf zurück. Sie funktioniert nicht als System, das habe ich schon gesagt. Heute lernt man zum Beispiel, dass Einkommen kann nur aus Arbeit kommen, aber Arbeit wird immer knapper. Halb Europa ist arbeitslos, aus dem Süden. Das kann ja nicht funktionieren. Dann verschiebt man diese Probleme und sagt, ja, dann später kommt dann diese Arbeit, wir beziehen das Einkommen schon mal. Und man hat dann Schecks ausgestellt auf die Zukunft. Die Zukunft hat die merkwürdige Eigenschaft, zur Gegenwart zu werden, und das ist heute, jetzt klappen die Schecks. Jetzt haben wir plötzlich Finanzkrise, niemand weiß genau warum, meistens schon, natürlich, man sieht ja diese ungedeckten Schecks massenweise, die uns um die Ohren fliegen. Und es gibt andere Ressourcenprobleme, weil wir müssen ja wachsen, damit wir diese Schecks bezahlen können. Das ist ja der Wachstumstreiber, ist ja sozusagen die ungedeckten Schecks. Und da brauchen wir auch mehr Ressourcen und wie gesagt, diese Dekarbonisierung hat bis jetzt nicht geklappt. Das wäre ja schön, wenn wir ohne CO2-Ausstoß beliebig viele Energien produzieren können. Das hat noch nirgends geklappt. Wir sind nicht auf dem Weg dazu. Das ist mal eines. Und bei uns, und wir bauen den Planeten ab. Wir plündern die Speisekammer unserer Enkel. Das ist ein anderer Aspekt. Ein dritter Aspekt ist dann natürlich das Klima. Also wir zerstören ihn noch dabei. Und der vierte Aspekt ist die zunehmende Ungerechtigkeit.
das Buch von Stiglitz sollten Sie vielleicht lesen. Inzwischen haben die, die nichts bekommen, die merken das. Und die haben überall Revolutionen. Sie sagen zwar Demokratie, aber sie meinen nicht nur Demokratie. Sie meinen auch Gerechtigkeit. Die klopfen an unsere Tür und jetzt wundern wir uns. Wir haben wirklich große Probleme. Aufgrund dieses alten Missverständnisses. Wie gesagt, Sie haben ein paar Mal genickt. Sind diese Faktoren, die also wachstumstreibend sind und uns auch auf einen falschen Wert gebracht haben, abschließend jetzt betrachtet? Oder gibt es da noch Faktoren, wo Sie sagen, nee, das ist noch ganz wichtig, um zu einer Analyse die zu vervollständigen? Ja, also unsere, ich finde diese Analyse wichtig. Unsere Analyse ist ein bisschen eine andere. Wir gehen nicht so weit zurück in die Zukunft und sind vielleicht. In die Vergangenheit. Und wir schauen mehr diese Institutionen an, mit denen wir heute zu tun haben. Also unsere Frage war folgende: Wieso ist die Politik so wachstumsfixiert? Also aktuell pro Land zum Beispiel. Wir brauchen unbedingt Wachstum. Wieso? Es sind ja kluge Menschen, diese Politiker. Ja, nein, sie sagen nein, aber ich unterstelle ihnen, dass die klug sind. Oder mindestens so klug wie ich. Also weshalb sind die unter einem Zugzwang, dass wir dieses Wachstum brauchen? Deswegen. Also Hollande hat gesagt, vor seiner Kandidatur hat gesagt, ich werde Ihnen jetzt sagen, wer mein Gegner ist. Das war noch vor seiner Wahl. Ich schalte mich nur ein, das zu unterstützen. Mein wirklicher Gegner hat keinen Namen, er hat kein Gesicht, keine Partei und er wird sich nicht den Wahlen stellen. Er wird also nicht gewählt werden und trotzdem wird er regieren. Dieser Gegner, das ist die Finanzwelt. Und damit werden wir bei einem Wachstumstreiber. Die Finanzwelt ist ein Wachstumstreiber, es wurde angesprochen, man kann es noch vertiefen, das ist die Geldschöpfung, das ist die Deregulierung und so weiter. Aber es gibt noch andere Treiber in diesem System und wir haben folgende identifiziert. Wir sehen, dass ein Wachstumstreiber im Gesundheitssystem ist und in der Altersversicherung. Altersversicherung, das ist besonders eindeutig, wenn Sie sich die Pensionskassen vorstellen. Die Pensionskassen brauchen eine Kapitalrendite von 4,5%, um die Pensionsversprechen einlösen zu können. 4,5% ist derzeit nicht machbar. Entsprechend, das wissen Sie alle, sind auch die Pensionskassen enorm unterdeckt. Das heißt, es besteht ein Interesse, dass Wachstum besteht, das Wachstum erfolgt, damit die Pensionskassen genügend Einnahmen haben, damit sie die Pensionen zahlen können. Und jeder Politiker wird ein Interesse haben, dass die Wirtschaft wächst, damit sie nicht an der Front der Pensionskassen Probleme haben. Denn das geht uns alle an. Vielleicht Sie sind noch jünger, ein bisschen weniger, aber die Leute, denke ich mal, über 40, für die ist das alle relevant und aktuell. Also Alterssicherung, Gesundheitsbereich wächst mehr als das Bruttoinlandsprodukt. Da hat die ganze Gesundheitsindustrie ein Interesse, dass das wächst. Wir haben den demografischen Wandel, da ist ein Wachstumstreiber drin. Dann der Arbeitsmarkt. Wenn Hollande zum Beispiel, wenn ihr Wachstum haben möchte, dann deshalb, um Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist auch die Argumentation in Griechenland, Spanien und so weiter. Wachstum soll Arbeitsplätze schaffen. Faktisch aber haben wir Beschäftigungsschwelle, das heißt, wir brauchen 2% Wachstum, um überhaupt die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Das ist durch den technischen Fortschritt. Der technische Fortschritt bedeutet weniger Arbeitsplätze, mehr Maschinen und so weiter. Das heißt, wir haben Wachstum und zunächst bis 2% sinken sogar die Arbeitsplätze. Das heißt, also ein weiterer vermeintlicher Treiber ist der Arbeitsmarkt. Dann haben wir die Finanzwelt, Finanzsektor. Unternehmen ist das nächste Beispiel, wo auch Wachstumstreiber da sind. Es gibt KMUs, Familienunternehmen, die müssen nicht unbedingt wachsen, aber schauen Sie sich Aktiengesellschaften an. Aktiengesellschaften müssen einerseits eine Aktiendividende erwirtschaften und zugleich wachsen, damit die Aktienkurse steigen, damit wiederum die Pensionskassen und so weiter eine ausreichende Kapital,
wenn die integrieren. Also auch ein weiterer Wachstumstreiber. Und wenn kein Wachstum mehr stattfindet, dann herrscht Unzufriedenheit, soziale Krisen, Konflikte und so weiter vor. Und das wird jeder Politiker und jede Politikerin zu versuchen. Einerseits, niemand möchte sich mit der Regierung abgeben, andererseits, sie fürchtet natürlich auch ihre Wiederwahl und die Wahl ihrer Partei. Also das sind solche Wachstumstreiber, man kann dann auch noch die Staatsfinanzen dazu zählen. So haben wir jetzt wie ganz zentrale Wachstumstreiber in dieser Gesellschaft und die führen dazu, dass Politiker sagen, ja, irgendwie Wachstum. Und zugleich wissen die Politiker nicht, wie könnte es anders gehen. Wir wissen es auch nur sehr begrenzt. Das heißt, wir sagen, wir müssen erst diese einzelnen Systeme wachstumsunabhängig hinkriegen, umgestalten und dann wird die Politik auch von ihrer Wachstumsfixierung wegkommen und loslassen. Das heißt, von der Politik können wir eigentlich nichts erwarten. Ne? Nein, wir können sehr wenig erwarten. Wir können sehr wenig erwarten. Ja, das ist so. Ich denke, wieso? Stellen wir das uns doch vor, wir können doch nicht von der Politik erwarten, dass sie irgendwelche neuen Instrumente oder neuen Dinge einführen, die nicht erprobt sind. Und wo sie nicht sicher sind, was das für Auswirkungen hat. Weil das würde ja die Bevölkerung nicht mitmachen. Das heißt, wir sagen deshalb auch, wir müssen die Dinge erproben. Wir müssen Erfahrungen sammeln und dann wird die Politik umsetzen. Ich will Ihnen das Beispiel der Energiepolitik verdeutlichen. In Deutschland und dann in der Schweiz hat nur die Energiewende stattfinden können, weil wir 25 bis 30 Jahre eine Diskussion hatten über alternative Energien. Vor 20, 30, manche sagen sogar 40 Jahren, sind die ersten Energieforschungsinstitute entstanden. Die haben mit unglaublicher Kleinarbeit neue Technologien entwickelt. Sie haben Herrn von der Laar erwähnt, er ist wirklich ein Pionier gewesen. Ohne seine Arbeit wäre in der Schweiz, die Schweiz war ja auch Pionier am Anfang in alternativen Energien. Jetzt leider nicht mehr. Aber die Schweiz war Pionierin, wirklich. Ohne Herr von der Laar wäre vieles nicht entstanden. Er war so ein Pionier. Das heißt, viele Menschen haben sich engagiert für diese Energiewende, Technologien entwickelt, Konzepte entwickelt und aufgezeigt, es geht anders. Und so konnte dann Merkel sagen, okay, wir steigen aus der nuklearen Energie aus. Und dann auch hier in der Schweiz und so weiter. Also damit will ich noch sagen, wir brauchen diese Erfahrung, die guten Erfahrungen, Konzepte, dass es funktioniert. Und dann wird die Politik entsprechende Entscheidungen fällen. Aber vorher nicht. Das heißt, wir müssen ausprobieren, unsere Unternehmen müssen ausprobieren, wir als Gemeinschaft müssen ausprobieren. Das ist doch eine Steilvorlage für Herrn Kehling, oder? Wie würde ein Unternehmen ein optimales Aussehen denn in einer Postwachstumsgesellschaft? Das müssen wir vielleicht später auch nochmal im Reisen, das verstehen wir eigentlich unter Postwachstumsgesellschaft. Aber heruntergebrochen auf das Unternehmen, wie könnte das aussehen? Ich möchte einfach das aufnehmen, was Sie gerade gesagt haben. Wir sind in diesem Dilemma drin und da ist es. Unterstütze ich Sie voll und wir müssen Versuche starten. Nur die andere Frage, die ich mir stelle, haben wir überhaupt die Zeit noch dazu, zu pröbeln? Und das ist eigentlich das mit diesem Ansatz Cradle to Cradle, wo wir sagen, Mensch, die ganzen Rohstoffe gehen uns aus. Und wenn wir das System nicht radikal ändern, wie lange haben wir noch Zeit, dass wir hier überhaupt noch die Lebensgrundlage haben können? Wie lange haben wir noch Zeit, die Einschätzung nach? Ja, das ist, also ich würde sagen, wir müssen in Generationen denken. Aber ich denke eher in einer Generation als in zwei Generationen. Und wenn Sie auch diese Politik anschauen, wie sie heute eigentlich definiert wird, und ich komme nachher nochmals auf die Frage zurück, aber es gehört einfach in diesen Zusammenhang, in diesen Kontext. Schauen Sie in die EU. Die EU hat einen Fahrplan, einen Roadmap gemacht für ein ressourceneffizientes Europa. 2020. Die haben das Ziel, ein ressourceneffizientes Europa 2020 zu erreichen. Wurde dieses Jahr von allen 27 Staaten im Parlament verabschiedet. Die Schweiz hat das Ziel 2050. Okay. Also es ist eine Generation später. Also das ist die Thematik. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Könnte es sein, dass die Schweiz sich da im Wettbewerbsvorteil noch ausrechnet? Ja.
können wir auch billige produzieren. Ja. Das würde eigentlich das Relative Image ein bisschen noch unterstützen. Nein, aber ich glaube, es geht wirklich um diese zentrale Frage des Bewusstseins. Welcher Zeitfaktor steht noch zur Verfügung? Und in welcher Radikalität müssen wir quasi dieses Umdenken schaffen? Und dieses BIP-Thema, das ist, kann ich auch nur unterstützen, also wenn Sie dieses, die Lancierung des neuen iPhones, okay, hat man ausgerechnet, also erwartet, dass im letzten Quartal, wegen dem Weihnachtsgeschäft etc., dieses das amerikanische Bruttosozialprodukt um 0,4% steigern könnte. Okay? Also solche Instrumente, solche Hebelwirkungen werden da projiziert. Okay? Und ja, gibt es einen Ausweg. Okay? Das System ist so verzahnt, das geht nicht einfach so. Ich kann Ihnen sagen, ich habe selber 1992 ökologische Buchhaltungssysteme entwickelt, weil ich gesehen habe, dass das Thema Ökologie und soziale Komponenten in einem Unternehmen überhaupt nicht angeschaut werden. Und ich habe mich so irgendwo in die Nesseln gelegt, weil ich so quasi als Rebell oder weiß ich was betitelt wurde. Diese Veränderung, die ist nicht da. Oder? Also wir brauchen eine Vernetzung von unterschiedlichsten Interessen, um diese Veränderung hinzukriegen. Die Schweiz mit der erneuerbaren Energie, das ist super, was diese vier Frauen in unserer Regierung gemacht haben. Nur ob sie es jetzt durchkriegen, da sind ja enorme Kämpfe, die da im Hintergrund ablaufen. Okay? Man kann nur hoffen, dass sie es durchkriegen, weil die Chance ist enorm, dass man es schafft. Nur ist der Zeitplan 2050, einfach den muss man in Frage stellen, ob der wirklich ausreicht. Also nochmal so. Kritik an der Politik an und für sich. Ja? Ja, jetzt zurück zum Unternehmen. Ist zum Unternehmen. Also eben, wir haben schon ein bisschen einen Horizont. Holland geht Cradle to Cradle als Land. Okay? Warum machen die das? Die haben den Film gesehen, 2006, von Al Gore und Convenient Truth. Man haben den, ich sage immer, die Midlife-Crisis gekriegt, weil, wir reden eine ähnliche Sprache, weil ihr Land nicht mehr auf der Landkarte war. Okay? Und Al Gore hat leider verpasst, einfach nur Katastrophen quasi an die Wand zu knallen und hat verpasst, die Chance zum Lösungen aufzuzeigen. Und da haben wir das Glück gehabt, dass es ein holländisches Filmteam gegeben hat, die haben einen Film gemacht zum Thema Cradle to Cradle, der heißt Waste Equals Food. Und der wurde im Fernsehen ausgezeichnet und in Holland hat die Gesellschaft einen Senat. Das ist eine Gruppe von Leuten, Menschen, die sich verdient gemacht haben in der Gesellschaft, die bilden so einen weißen Rat. Und die haben gesagt, das ist der Weg, den müssen wir gehen. Okay? Also da wurde von einer Institution, von irgendeinen Leuten, die etwas zu sagen haben, die aber nicht ungefähr aus diesem Lobbyismusbereich kommen, sondern die einfach ein Interesse haben für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, die haben das initiiert. Und da ist man den Weg gegangen. Und das haben wir gesagt, ja, was machen die jetzt? Okay, ein ganzes Land. Es war eine Gruppe von 20 Leuten. Was machen wir? Wir setzen uns zwei Ziele. Das erste ist Begrifflichkeit, dass die Leute verstehen, um was es geht. Schauen Sie, Thema Nachhaltigkeit. Hat jeder redet davon und jeder versteht etwas anderes darunter. Und das zweite ist, wir brauchen Beispiele, praktische Beispiele, wo wir aufzeigen können, dass es funktioniert. Und wenn uns das nicht gelingt, dann war es halt eine nette Idee, wie viele andere, aber es lässt sich nicht umsetzen. Was können wir an praktischen Beispielen aufführen? Also es gibt doch mittlerweile recht viele Beispiele aus über 80 Industrien. Also wir wollen wirklich die ganze Industrie verändern, dass sie anders wirtschaften muss. Okay? Das ist unser Ansatz. Wir haben über 80 Industrien. Ich kann ein paar nennen. Es gibt Beispiele in Teppichen, wo man die Teppiche wirklich in Kreislaufe führen kann. Es geht um Beispiele Textil, Bekleidung, die wir gemacht haben. Es gibt Beispiele Baumaterialien. Wir sind jetzt dran zu sehen, geht es überhaupt in Elektronik? Da wissen wir noch nicht, wie es geht.
Da haben wir jetzt ein Projekt in der Schweiz gestartet, wo wir das mal untersuchen, ob das überhaupt möglich ist, das in Kreisläufe zu führen. Das heißt, wenn meine Kaffeemaschine kaputt ist, dann kann ich sie am Ende aufessen und kompostieren. Nein, das wie ist muss nicht, ich mir das vorstellen? Das ist nicht die Idee. Die Kaffee sollen sie trinken. Aber die Idee ist, dass wir die Ressourcen in der Kaffeemaschine, dass wir die Rohstoffe wieder nutzen können. Okay? Was passiert heute beim Recycling, wenn Sie das in dem Elektroschrott, wo wir alle als Konsumenten hier reinzahlen, ja, da werden halt nur ungefähr 3/4 von den Rohstoffen rausgenommen, der Rest ist Abfall und die Qualität ist minderwertig. Okay, also da versuchen wir, müssen Veränderungen finden. Jetzt ein super Beispiel, das haben wir jetzt geschafft, das wird im Februar, wird Puma die erste Cradle-to-Cradle-Kollektion auf den Markt bringen und auch ein Rücknahmekonzept in den Läden haben. Okay? Endlich haben wir so eine große Marke, was vor allem die Teenager angeht. Okay? Wir sagen, wir in unserem Alter, die Damen ausgeschlossen, wir werden diese Veränderung nicht mehr wirklich realisieren können. Aber die Generation, die nachkommt, die muss es machen. Und die kommt jetzt auch mit Puma, werden da Produkte auf den Markt gebracht, wo dieses andere Denken auch umgesetzt wird. Okay? Und wie zeigen die das? Die zeigen das in einem Terrarium. Weil sie kompostierbare Artikel drin haben und auch technische Artikel. Also es geht auch um Kommunikation. Wie vermittelt man das? Warum? Was ist die Antriebsfehde für die Unternehmen? Die Unternehmen sehen plötzlich, dass der Weg, den sie gehen, mit diesem Quartalsdruckdenken, oder? Jedes Quartal müssen sie die Ergebnisse ausweisen. Auch der Puma ist jetzt ein Opfer geworden letzte Woche. Der wird ab März nicht mehr im Unternehmen sein, weil er nicht die Rendite hat erwirtschaften können. Aber die Unternehmen erkennen, dass wenn man auch diese ökologische Transmission macht in der Wirtschaft von Cradle to Cradle, dass die Produktion nicht teurer ist. Ja. Können wir also die Ressourcenknappheit können wir da hinauszögern, vielleicht sogar das Problem aus der Welt schaffen? Aber wir haben nach wie vor das Problem, dass die Unternehmen neben dem Wachstumsdruck unterliegen, dass die ganze Gesellschaft nach wie vor dem Wachstumsdruck unterliegt. Oder ist da schon ganz viel gemacht in Cradle to Cradle? Das ist ein bisschen das Dilemma, wo wir drin stecken. Alle Beispiele, die wir jetzt gemacht haben, kann man sagen, dass die einen wirtschaftlichen Erfolg darstellen können. Betriebswirtschaftlich betrachtet. Okay? Betriebswirtschaftlich betrachtet. Wenn man den Aspekt Marketing dazu nimmt, ja, dann sagen die, ich habe einen Mehrwert, den ich anbiete, also kann ich mehr verlangen. Aber betriebswirtschaftlich sind die Produkte wirklich günstiger. Und die Unternehmen kommunizieren das nicht so offen, okay? Weil sie das natürlich nicht tun wollen, weil sie dann wieder unter den Preisdruck kommen. Endlich sehe ich eine Chance, dass ich etwas zusätzlich verdienen kann. Ist ja auch menschlich. Aber die Unternehmen, die es tun, die sehen, dass man da plötzlich andere Wirtschaftlichkeiten erkennt. Okay? Weil man plötzlich Lösungen findet über Themen, die früher einfach, ja, die waren einfach da. Man hat sie gar nicht erkannt. Also, dass die Firmen plötzlich keinen Abfall mehr produzieren, das sind richtige Geldströme, die hier plötzlich brach liegen. Okay? Und die dann nachher gefasst sind. Hans Wittmann, du wolltest vorhin etwas sagen, vielleicht ist es eine Ergänzung. Ja, ich wollte auch über Schuhe reden. Also, ich weiß nicht, wie lange Puma-Schuhe halten. Das ist der Punkt, oder? Und ich habe zum Beispiel diese Schuhe hier zufälligerweise angezogen. Die kosten etwa 400 Franken, sind rar genäht, halten 20 Jahre, ist schon mein drittes Paar. Und hier muss man gar nicht Cradle to Cradle, das sind die anderen dreimal durch den Cradle und die halten immer noch. Das heißt, ich möchte von einem anderen Punkt ausgehen. Diese Wachstumsgeschichte hat dazu geführt, dass wir in einer Welt von Dingen leben, die so designt sind, dass sie kaputt gehen. Das heißt, wir reden von geplanter Obsoleszenz. Das ist doch eine Verschwörungstheorie. Ja, genau. Es gibt einen Ausruf von Serge Latouche, es ist nicht nur eine Verschwörung, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also im Militär hat man das da nicht so gerne, die Panzer müssen lange halten, aber auch dort. Aber es ist schon so, dass natürlich die Konsumgesellschaft darauf, also das Wachstum darauf beruht, dass wir konsumieren und konsumieren und konsumieren. Das machen wir auch gerne, weil wir sind ja konditionierte Konsumenten. Wir sind sozusagen, wie es Tim Jackson sagt in seinem Buch, das ist irgendwo in einer Bibliografie in meinem Buch, im Roman sogar. Ich schreibe Romane mit Bibliografien, dass man wirklich dann andere Sachen liest, wenn man durch ist mit diesen Geschichten.
Er hat gesagt, ja, wir sind gefangen im stahlharten Gehäuse des Konsumismus. Wir sind so konditioniert. Wir sind unglücklich, wenn H&M verschwindet aus der Bahnhofstraße zum Beispiel. Das ist sicher nicht Cradle to Cradle, was dort passiert, aber es ist Bangladesch zu Zürich und das ist dann wieder eine andere Geschichte. Die ist noch schrecklicher. Aber ich würde mal den Spieß umkehren. Es ist, hat mich sehr jetzt doch berührt, die Zeithorizonte. Nicht, weil ich unbedingt noch etwas erleben will in meinem hohen Alter, aber weil es so langsam geht. Und es gibt schon Methoden, die schneller gehen. Zum Beispiel müssen wir ja gar nicht so viel verbrauchen und es dann ökologisch herstellen. Wir können zum Beispiel schließen, es überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Ich bin auch ein älterer Mensch. Ich habe noch in den 50er Jahren meine bedauernswerte Jugend verbracht in einer 1000-Watt-Gesellschaft. Und heute sind wir auf einem Stadium von 10.000 in der Schweiz, wenn man die graue Energie ehrlicherweise dazu zählt. Das heißt, Sie haben das Glück, jetzt 10.000 Watt zu bauen, 15 Jahre meines Lebens verschwendet, nur 1.000, dann wurden es dann auch mehr 1.500, bis die ersten Jeans kamen. Da habe ich gelebt und jedes einzelne Watt, das ich damals nicht gebraucht habe, das hat mir natürlich gefehlt. Und das hat meine ganze Jugend verdorben, hat mich bei Indianerspielen gestört. Und das war eine Qual. Ich bin aber halbwegs unbeschadet, glaube ich, daraus hervorgegangen. Und es, warum war dieses Leben gar nicht so schlecht? Ich möchte es nicht. Es war schlecht aus anderen Gründen. Es hat zum Beispiel nicht Watt gefehlt, aber Freiheit. Es war noch katholisch und reformiert, es war kalter Krieg, man konnte keine Gedanken äußern am Gini, wo ich war, ohne dass man schon Probleme hatte. Wenn man mal nicht nur anders gedacht hat, sondern nur schon gedacht hat, war das zu viel. Das war unser Problem. Also diese ganze 68er-Geschichte, die geht nicht auf Waffdefizite zurück, sondern auf Freiheitsdefizite. Und die Freiheitsdefizite, die sind immer da geblieben, die wurden nur transformiert in Konsum. Man hat dann gesagt, ja, mehr Freiheit können wir euch leider nicht geben, sonst funktioniert die Wirtschaft nicht mehr, sonst müssen wir die Betriebswirtschaft auch nicht. Aber wir können euch jetzt mal den ersten Plattenspieler geben und mal diese Vinylgeschichten, das kennen Sie vielleicht noch. Und das kam da jedes Jahr etwas Neues dazu. Es sind schon Freiheiten natürlich im Konsum. Das will ich jetzt nicht mal bestreiten. Aber sie sind auch kompensatorisch. Sie müssten nicht so sein. Und ich habe, das ist der Grund, warum ich hier sitze. Ich bin ja einer Bürgerinitiative, die heißt Neustadt Schweiz, und die ist gerade darum entstanden, weil wir festgestellt haben, dass sich die politischen Parteien in der Schweiz nicht mehr bewegen können. Die sind im Korsett dieser Wachstumsgeschichte gefangen. Und es gibt jetzt so zwei Spielbeine, die wir vielleicht in der Schweiz haben. Das eine ist die Wissenschaft, hoffentlich, die denkt. Das andere sind Bürgerinitiativen und NGOs, die jetzt halt diese Rolle übernehmen müssen, irgendeine Form von Aufbruch und Beschleunigung in der Schweiz zustande zu bringen. Und das passiert natürlich einfach so. Wir haben keine Strategie und keine Szenarien, aber wir können nur sagen, so geht das nicht. Wir können anders denken, anders handeln und wir sind nicht abhängig von diesen Parteien. Und was wir dann vorschlagen, ist so etwas wie synergetischer Luxus. Wenn wir beim Konsumieren teilen, dann können wir besser leben, obwohl wir weniger Energie und auch andere Ressourcen verbrauchen. Es ist möglich. Ich kann das noch erklären, wenn der Wunsch dazu besteht. Wir haben gesagt, ja, der Konsum geht ja durch unsere Haushalte. Was nicht durch unsere Haushalte geht, das produziert auch keine Umweltbelastung. Im Schluss geht da alles raus. Und in unseren Haushalten fallen halt Umweltbelastungen an, nur schon bei der Ernährung. Sind es 28% der Umweltbelastung geht auf die Ernährung zurück, 24%, also ein Viertel, auf das Wohnen, vor allem auf das Heizen natürlich, Warmwasser, und noch etwa 12% auf diese ganze private Mobilität, das kommt dann auf die öffentliche zu, das ist auch nicht ganz harmlos. Das heißt, wir müssen irgendwo dort ansetzen, wo dieser Konsum stattfindet. Und da gibt es jetzt Modelle, die haben wir versucht zu entwickeln, dass man zum Beispiel sagt, ja, bei der Wohnfläche, ich bin bei einer neuen Genossenschaft beteiligt, die heißt Mehr als Wohnen oder Hunziker, im Altbau in Lautschenbach, 400 Wohnungen und für 1000 Leute. Und da haben wir zum Beispiel vorher eine Überlegung angestellt, gerade wegen dem Wohnen, weil es eine so große Umweltbelastung macht. Oder? Da habe ich gesagt, ja, jetzt nehmen wir in jeder Wohnung 2 Quadratmeter weg. Also jetzt bauen wir eine 4-Zimmer-Wohnung statt mit 100 Quadratmeter nur noch mit 98. Das merkt gar niemand. Dann haben wir aber fast 1000 Quadratmeter gratis. Und die nehmen wir ins Erdgeschoss, die 1000 Quadratmeter.
die stehen gratis zur Verfügung und da kann man dann zum Beispiel zusammen kochen, essen und andere Sachen machen, die Spaß machen und teilen, also Raum teilen und zum Beispiel Billardräume einrichten, da kann man dann sehr luxuriös sein, weil geteilter Luxus die Umwelt nicht belastet. Also ein einfaches Beispiel, zum Beispiel bei Watt, ich weiß nicht, wie viele Watt alle diese Viren dann zusammen haben. Also wenn ein Mensch in einem Raum sitzt mit einer 50 Watt Birne, dann verbraucht er 50 Watt. Wenn zwei Menschen drin sitzen, sind es nur noch 25, das geht da pro Kopf. Wenn ich aber aus meinem Roman vorlese, vorne sitze mit einer 50 Watt Lampe und 100 Leute sitzen im Dunkeln, dann sind es noch ein halbes Watt. Das illustriert, wir können, das ist aber, macht aber trotzdem Spaß, ist da vielleicht ein interessant, also Qualitäten werden dann halt entscheidend statt neu und mehr, gibt es auch noch das Problem, also gibt es auch noch Qualität. Und die war gar nicht immer so schlecht, also es gab auch Gesellschaften in früheren Zeiten, da gab es schon gute Qualität, nicht für alle, das ist schon klar, ich gehe nicht zurück. Super. Also wir sagen, ja, jetzt brauchen wir eine neue Haushaltsform, wir nennen das Nachbarschaft. Da wohnen halt viele Leute zusammen. Sie wohnen immer noch privat natürlich, das kann man gut machen, aber mit ein bisschen weniger Wohnraum, das macht dann schon viel aus. Und dann teilt man auch andere Ressourcen. Vor allem bei der Lebensmittelversorgung, da ist der, liegt der Hase im Pfeffer. Und da brauchen wir auch Cradle to Cradle, nicht? Das ist noch wichtiger. Also das heißt dann dort natürlich vom Teller auf den Kompost und wieder auf den Acker, was ist denn der geschlossene Kreislauf, das ist ja dann nötig, das kennt man auch. Aber wie kann man das schaffen, dass diese Lebensmittelernährung nicht mehr ein Drittel der Umweltbelastung ausmacht? Heute schmeißen wir ja 60% der Nahrungsmittel fort, bevor wir sie verzehren. Das heißt, es geht nichts Ineffizientes als unsere Lebensmittelversorgung. Wo fallen diese Verluste an? Ein Drittel fällt bei der Zubereitung und Lagerung in den Haushalten an. Das ist viel. Das merken wir auch alle, das ist dieser Salat, der da im Kühlschrank vor sich hin welkt. Das ist die schweizerische Umweltbelastung. Und das sind sehr viele Salate, sehr viele Leute. Und es steckt sehr viel Energie in diesen Salaten und auch sehr viel Wasser. Und warum verwelkt er da? Es gibt verschiedenste Gründe. Der erste Grund ist zum Beispiel, dass ich denjenigen, der den Salat gejätet hat, nicht kenne. Ich weiß das von einer Gemüsekooperative, da bin ich dabei. Die Erbsen, die ich selbst gepflückt habe, die schmeiße ich nicht fort. Auch nicht, ich schmeiße nicht mal die Krautstiele fort, die Erika gepflückt hat, weil ich die kenne. Und ich schmeiße sie aus einem anderen Grund dann nicht fort, wenn wir diese Konglomerate haben vom Haushalt, und wir nennen die Nachbarschaft. Wenn wir die direkt bei Bauern produzieren lassen, direkt verarbeiten, zu Mahlzeiten, also die liegen da nicht in einem Depot, hoffnungsvoll in einem Regal, sondern die werden direkt zu konsumierbaren Salaten zubereitet und dann gegessen. Und dann gibt es nicht noch irgendwelche diese kleinen Nahrungsmittelsärge, wie wir da Kühlschränke nennen, die verarbeiten. Es gibt auch große Kühlräume, die wir bewirtschaften können, auf eine vernünftige Art, State of the Art, wie man es machen sollte. Weil wir sind einfach auch sehr unbedarfte Konsumenten. Also wir machen das nicht gut, wir schmeißen zu viel weg. Und wenn man, ich möchte jetzt nicht noch weiter rausholen, ich könnte Ihnen eine Stunde lang über diese Geschichte erzählen. Das System heißt synergetischer Luxus. Also quasi nicht verzichten, sondern so raffiniert teilen, dass man auf den Komfort eines 4-Sterne-Hotels kommt. Das kann man. Und dann kann man die Umweltbelastung, das habe ich ausgerechnet oder geschätzt, dann kommen wir auf eine Energiebilanz von 1000 Watt, wenn einer so lebt. Es gibt noch ein paar Randbedingungen, es sollte auch nicht mehr Auto fahren zum Beispiel, aber dafür viel mehr Bahn als heute. Es ist in einer Broschüre, habe ich das mal beschrieben, das heißt, es ist eigentlich ein Kollektivwerk. Ich war nur der Initiant, das heißt Nachbarschaft der Entwicklung. Da sind ein paar Zahlen drin, die Sie vielleicht interessieren. Es gibt nicht viele, die wir dabei haben, aber Fred hat ein paar dort. Die kann man gegen einen Unkostenbeitrag beziehen. Und das ist eigentlich unsere Vision. Wir sagen, ja, schon gar nicht, lieber gar nicht produzieren, auch nicht effizient, sondern gar nicht verbrauchen. Also es ist am Schluss eigentlich eine philosophische Frage. Wie wollen wir überhaupt leben auf diesem Planeten? Ja, das ist hier die Frage. Wollen wir gerecht leben, weil es uns dann besser geht? Ich bin ja ein Egoist. Also ich habe nicht für Gerechtigkeit aus irgendeinem abstrakten Grund, sondern weil ich am besten schlafe, zum Beispiel. Das ist ein leicht aufgeklärter Egoismus, den wir brauchen. Wir brauchen nicht mal Altruismus.
Wir sind heute altruistisch, weil wir diese dumme Industrie am Leben erhalten. Das ist unser Altruismus und wir sollen ein bisschen egoistisch sein. Ich würde sagen, wir haben also neue Ansätze für Unternehmen, wir haben neue Ansätze, um zu wohnen, um zu wirtschaften mit der Landwirtschaft. Genügt das aus wissenschaftlicher Sicht, um die Wachstumsgesellschaft, die Wachstumswirtschaft hinter uns zu lassen? Also ich denke, wir haben ja eben weitere Sektoren identifiziert, von denen Wachstumsdruck ausgeht. Und eine, die ich nennen möchte, ist das Bank- und Finanzsystem. Wir haben das schon leicht angedeutet. Es ist ja so, dass jegliches Geld in materiell umgetauscht werden kann in Natur. Also jegliches Geld, ob das Giralgeld ist oder Notengeld, kann zu Natur. Das sehen wir wieder schnell unterscheiden, was Giralgeld ist. Giralgeld ist einfach das, was auf dem Konto ist und das, was wir im Portemonnaie haben. Das heißt, das kann ich verwenden, um Produkte zu kaufen, Essen zu kaufen und so weiter. Das heißt, es kann sich materialisieren. Und dieses ganze Geld, das irgendwie rum ist, eben in mehr oder weniger virtuellen Finanzmärkten oder bei uns in der Realwirtschaft, das ist eben potenzielle Naturenergieressourcen. Wir haben eben in diesen letzten 10, 20 Jahren eine enorme Geldschöpfung erlebt, angefangen von Greenspan in den USA. Das wird jetzt weitergemacht in Europa. Und ein Problem ist zweifellos, dass die Banken weitgehend unbegrenzt Geld schöpfen können. Also man muss sich wirklich das Wesen von Geld und wie Geld entsteht, klar machen. Die meisten Menschen wissen das nicht. Wir denken, die Nationalbank schafft das Geld, aber faktisch sind es die Banken, die ja Geld einfach aus dem Nichts heraus schöpfen, das dann für Produktion, Konsum und so weiter verwendet werden kann. Und das sind eben die Banken und das ist nicht die Nationalbank, die das kontrolliert. Und eine Diskussion ist, es wird möglicherweise in der Schweiz diesbezüglich auch eine Initiative geben, das ist die Geldschöpfung der Nationalbank zu geben und von den Banken wegzunehmen. Also das, was eigentlich alle das Gefühl haben, dass es so ist. Ganz genau. Und also wie es ja in der Schweizer Verfassung auch steht, dass eigentlich die in der Schweizer Verfassung steht, dass die Schaffung von eben Notengeld und Münzen der Nationalbank unterliegt, aber eben das Giralgeld, was die große Menge ausmacht, 95% des Geldes, dass die Schöpfung ist in den Händen von den Banken. Also ein weiterer wichtiger Punkt, um Wachstumszwang und Drang zu reduzieren, ist sicherlich die Geldschöpfung viel, viel stärker zu kontrollieren. Und als in diesem Bereich Banken und Finanzsektor natürlich auch die Banken viel stärker zu kontrollieren und deren Praktiken zu kontrollieren, beziehungsweise auch die Banken wieder zu trennen. Also einerseits ihre realwirtschaftlichen Aktivitäten zu trennen von dieser virtuellen Spekulationswelt, damit dann irgendwo spekuliert werden kann, wirklich spekuliert werden kann, aber wenigstens die Realwirtschaft davon nicht beeinflusst. Das könnte doch aber eigentlich schon fast ein Programm einer Partei sein. Weshalb gibt es da keine Partei, die sowas Produktion, Wohnen, Landwirtschaft, Finanzwirtschaft, die da sagt, doch, da sind wir in einer Zukunft drin, dann stärkt uns die Wissenschaft, anscheinend gibt es da auch Experimente, das könnte doch ein Weg sein. Die Partei gibt es schon, aber sie ist verteilt über viele Parteien. Also ich würde nicht sagen, dass die Politiker das alles nicht wissen. Das ist nicht wahr. Ich rede immer wieder mit Politikern und eigentlich sind die Parteien, die wir brauchen würden, das sind Einzelpersonen, die in vielen Parteien versteuert sind und keine Partei werden können, weil sie ja in verschiedenen Parteien sind. Aber was sie brauchen, ist sozusagen eine Ermutigung und Unterstützung von außen, sodass sie in ihren Parteien selbst die Mehrheit werden. Es ist ja, wir brauchen keine neue, noch radikalere Ökopartei. Warum? Wir sehen das ja. Wenn man aus der Atomindustrie aussteigen will, genügt eine CDU. Die machen das schon, wenn sie müssen. Das ist ja immer so. Oder Frau Leuthard ist ja bei uns auch in der CVP. Sie war nie in Anti-Atom-Bewegung, überhaupt nicht. Sie hat damit nichts am Hut.
Und wenn aber natürlich in vielen Parteien und in ihrer eigenen und in der Bevölkerung und in der Wissenschaft und in verschiedenen NGOs, wo wir alle noch dabei sind, wenn wir Zeit haben, wenn das da kommt, dann kann die nicht anders. Und ich sehe es eher so, also es, was wir brauchen, ist ein ziemlich gutes Lobbying in allen Parteien. Wie wir das machen, ja, das probieren verschiedene Leute. Aber keine Parteigründe wäre jetzt das Letzte, was wir müssen. Das gibt sicher schon genug. Im Seil haben wir vorhin alle Faktoren so ein bisschen, oder gibt es da noch was, das wir besprechen müssen? Naja, ich denke, wir haben zwar Unternehmen angesprochen, aber wir haben nicht angesprochen die Eigentumsformen von Unternehmen. Ich habe es am Anfang kurz angedeutet, börsennotierte Aktiengesellschaften sind deutlich stärker wachstumsgetrieben. Und Genossenschaften, Stiftungen zum Beispiel deutlich weniger. Also Binswanger in St. Gallen erfordert dann auch viel mehr Genossenschaften und Stiftungen anstatt Aktiengesellschaften, beziehungsweise man kann auch Aktiengesellschaften strengeren Regelungen unterstellen. Binswanger schlägt vor, dass nach 20 Jahren Aktiengesellschaften ihre Aktien zum Nennwert zurückkaufen müssen. Das heißt, dann kann man diese ganze Spekulationsdynamiken rausnehmen. Also solche Dinge oder die Haftungsbeschränkung ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, die ist ja mehr oder weniger aufgehoben, dass man die Haftung wieder viel stärker anzieht. Also hier in diesem Bereich von Unternehmensformen gibt es sicher auch einigen Handlungsbedarf. Genau, dann ein anderer wichtiger Punkt, der ziemlich untergeht, ist die Steuersituation. Was wir derzeit haben, wir haben eine globalisierte Ökonomie, aber wir haben nationale Steuergesetzgebung. Unsere Steuergesetzgebung ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass Unternehmen, eben wie zum Beispiel Starbucks, ist jetzt zurzeit in der Presse, in der Schweiz irgendwie ihre Kaffeebohnen einkauft, wenig Steuer drauf zahlt, in England überhaupt keine Steuer, also in allen Ländern irgend Kleinigkeiten macht, um ihre Steuersituation zu optimieren und dann vielleicht den Hauptsitz noch in ein anderes Land legt. Dafür ist unser Steuersystem nicht ausgerichtet, das ist aus den 50er Jahren oder vielleicht sogar noch davor. Und diese Anpassung und diese Globalisierung hat nicht stattgefunden. Das heißt, auch hier ist ein wirklich großer Handlungsbedarf, weil diese ganzen Einnahmen, die gehen in den Staatshaushalten ab. Wir haben in vielen Ländern rückläufige Einnahmen aus Unternehmensbesteuerung, das muss kompensiert werden mit Besteuerung von Privatpersonen oder Verschuldung. Und zugleich durch diese nationalen Regelungen haben wir einen unglaublichen Steuerwettbewerb, der dazu führt, dass die Steuersätze immer niedriger werden. Im Moment aktuell ist ja auch diese Frage von Depardieu, der nach Belgien wechselt, weil dort der Spitzensteuersatz niedriger ist als in Frankreich. Also hier ist, das ist deshalb wichtig, weil durch diese Steuersituation den Staatshaushalten Geld entgeht, das dann wieder durch irgendwie Wachstum, Ansiedlung von Unternehmen wieder kompensiert werden muss. Sie haben vorhin noch ein Problem angesprochen, nämlich dass wir auf der einen Seite immer mehr Leute sind, auf der anderen Seite immer effizienter wirtschaften, sonst wir immer weniger Leute brauchen, um die Dinge eigentlich herzustellen. Wie gehen wir denn, oder wie geht die Wissenschaft mit diesem Problem eigentlich um? Gibt es da schon Ansätze? Naja, die Wissenschaft, ich würde jetzt mal sagen, das ist ganz viel von der Praxis getrieben, dass wir Unternehmen haben, die gemerkt haben, in Krisensituationen, es muss weniger gearbeitet werden, zum Beispiel VW in Deutschland. Als die große Krise war, dann war eine Arbeitszeitreduktion, ich glaube, irgendwie auf 30 Stunden temporär. Und dann sind die Erfahrungen gesammelt worden, wie kann man damit umgehen. Oder sogar in Amerika während der Wirtschaftskrise, Kellogg's hat eigentlich sein Überleben nur sichern können, indem die Stunden ganz drastisch reduziert worden sind. Heißt, es gibt Erfahrungen darüber in der Wissenschaft insgesamt, dass wir
Ja, es gibt Debatten, wie man das machen kann, Arbeitszeit zu reduzieren. In der Ökonomie gehen wir mehr oder weniger davon aus, ja, dann muss einfach die Wirtschaft wachsen. Muss einfach so weit, so viel wachsen, dass wir genügend Erwerbsarbeit haben, dass die Menschen beschäftigt sind. Aber eben in den Arbeitswissenschaften, zum Teil in Gewerkschaftskreisen, gibt es durchaus Forschung dazu, wie man das bewerkstelligen kann, Arbeit auf mehr Menschen zu verteilen. Und ich denke, wir werden nicht daran vorbeikommen, Arbeit auf mehr Menschen zu verteilen, wenn wir nicht ein noch größeres Prekariat haben möchten, wie schon in vielen anderen Ländern, und damit eben die sozialen Unterschiede noch viel größer werden. Und wenn die sozialen Unterschiede größer werden, dann haben wir auch zunehmend Probleme für die Transformation. Weil Menschen das nicht mitmachen. Ich war erst gestern in Deutschland, da ging es jetzt um diese Diskussion, haben Sie vielleicht mitbekommen, von dieser Einspeisevergütung, die jetzt also arme Haushalte stärker belastet als natürlich reiche Haushalte. Und die Arbeitgebervertretung macht daraus jetzt einen Case und sagt, das, was ihr hier macht, ist total unsozial. Es geht leiden darunter tun vor allem die ersten 10%. Das heißt, man versucht jetzt hier die Einspeisevergütung mit diesem Argument, das geht vor allem zu Lasten der Ärmsten von Arbeitgeberseite, und die FDP argumentiert genauso, zu blockieren. Und dieser Wandel, den wir brauchen, wird durch die Argumente blockiert, und zugleich verschwindet das politische Kräfte, die wir brauchen, um die Energiewende und andere Transformationen voranzubringen. Also von daher ist die soziale Gerechtigkeit, der soziale Ausgleich, erscheint mir ein ganz wichtiges Thema, dass wir darauf achten, weil sonst werden wir diese Transformationen nicht realisieren können. Ich bin ein bisschen überrascht über die Wahrnehmung dieser ganzen Finanzströme. Das ist ja eigentlich eine Blase geworden, die nicht mehr kontrollierbar ist. Und was mir jetzt eigentlich fehlt, ist, und da bin ich wieder mit Ihnen einverstanden, ist, wir müssen zurück in eine reale Wirtschaft oder reales Wirtschaften hin, wo das Thema Arbeit anders verteilt wird, wo der Begriff Dienstleistung der Gemeinschaft etc. wieder eine andere Position kommt. Und wenn Sie bedenken, in der EU, wie viele Arbeitslose es mittlerweile gibt, aber diese Diskussion der Veränderung der Gesellschaft, die hört man eigentlich kaum. Und wenn man zurückdenkt, so in die 70er Jahre, da waren diese Strömungen, wo man wirklich, da haben Sie angesprochen, da hat man versucht, diese Auseinandersetzung in der Gesellschaft quasi zu nehmen und anzunehmen und zu diskutieren und Lösungen zu finden. Aber diese Diskussion, die findet eigentlich gar nicht auf dieser Plattform statt. Dann können wir sie jetzt auch stattfinden lassen. Erzählen Sie mal, wie sehen Sie eine ideale Gesellschaft? Können wir vielleicht gleich die Abschlussrunde damit machen? Ja, okay. Dann möchte ich noch, wie sehe ich die Gesellschaft, wo wir hin müssen? Es gibt eben auch jetzt, ich möchte mal nochmals auf die Schuhe zurückkommen. Nein, die werde ich hier nicht stellen. Das sind ja Ihre. Wir werden diese ganzen Kreislaufthematiken, oder? Nutzung von Gütern über, weiß ich welche, verlängerte Zeiträume. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch einen technologischen Fortschritt haben, wo wir auch Verbesserungen reinbringen können. Also nehmen wir die Produktqualität dieser Schuhe, die Chemie, die da drin ist. Okay? Da gibt es sicher Verbesserungen, die man reinbringen kann, als Beispiel. Ich denke aber insbesondere an Konsumgüter wie Kühlschränke. Okay? Oder wo wir einfach sehen, der Energieverbrauch von Kühlschränken oder Elemente, die die Umwelt schädigen, die nützen nichts, wenn die Dinge 30 Jahre alt sind. Wir müssen schauen, dass wir eben auch diese Güter mit dem technischen Fortschritt quasi leben können. Und darum ist dieses Thema der Kreislaufwirtschaft so wichtig. Wie schaffen wir es, dass wir diese Kreisläufe auch definieren können? Das heißt, wir müssen auch anders funktionieren, wie wir zusammenarbeiten. Das heißt, die Firmen müssen mit den Lieferanten ganz andere Verhältnisse schaffen. Weil die müssen genau wissen, was tut der eigentlich rein, wo kriegt er das Zeug her
Die Firma muss aber auch mit dem Handel, der es nachher vertreibt, eine ganz andere Beziehung schaffen können. Sind Sie jetzt schon dabei, die optimale Gesellschaft in Ihren Augen zu stellen? Es geht auf dieses Ziel hin, aber muss ja irgendwann das dann auch ein bisschen mal wirklich bildlich dastehen und erklären. Und das Hauptproblem ist für die Firmen jetzt, wie schafft man es eben auch auf die Konsumenten hinzugehen, dass die Konsumenten eben bereit sind, diese kostbaren Güter auch wieder zurückzugeben, dass man sie wieder nutzen kann. Also wir müssen anders lernen, wie wir mit Rohstoffen, mit Materialien, mit dem umgehen. Die früheren Generationen, da war das eine Selbstverständlichkeit. Nur wir haben es anscheinend verlernt. Und ich glaube, da müssen wir auch sehen, wie gehen wir mit diesen Dingen um. Wie ist es auch vertretbar, dass wir die Technologie, die muss weitergehen. Wie können wir andere Lebensformen finden, okay, wo wir diese Dinge auch anders nutzen können? Schauen Sie, was das Internet verändert hat. Okay. Ich finde diese Initiative im Wohnbereich finde ich super. Okay. Also wir müssen auch, wie gehen wir mit unseren älteren Menschen um in der Zukunft? Wie gehen wir mit den Jungen um? Also solche Systeme, wenn die Wirtschaft auch diese Systeme wieder in eine reale Wirtschaft umfunktionieren kann, wir wieder die Arbeit einen anderen Stellenwert kriegt, okay, wo die Finanzierung dieses ganzen Systems auf eine ganz andere Ebene gebracht wird, auf eine reale Ebene, okay, wo man wieder tauschen kann. Wenn diese Realität da bleibt, dann haben wir eine Zukunft hier auch gestalten können. Das Problem heute ist, man kann sie eigentlich gar nicht mehr gestalten, weil es out of control ist. Okay? Alle müssen nur festhalten, und dass ja nichts was passiert. Und so, wenn ich nur etwas ändere, dann fällt das ganze Ding auseinander. Und das ist diese Schocksituation, in der wir uns alle befinden. Hans, wir beginnen wieder beim Kühlschrank. Ich würde da doch noch sagen wollen, der effizienteste Kühlschrank ist kein Kühlschrank. Das effizienteste Auto ist, das nicht produziert wurde. Und die effizientesten Schuhe ist vielleicht, wenn es überhaupt nicht, man müsste dann barfuß gehen. Und macht man auch gerne, wenn es Bodenheizung hat zum Beispiel. Ja. Nur ich würde eben umgekehrt, ja, ich würde nicht umgekehrt argumentieren, ja, wir sind schon irgendwie, also wir reden vom Gleichen. Es ist einfach ein bisschen verschieden aufgewickelt, wie das bei mir funktioniert und bei Ihnen. Wenn man natürlich davon ausgeht, das hast du jetzt gesagt, dass jetzt Einkommen nur von Arbeit kommen kann, dann, und es zu wenig Arbeit gibt, dann müsste man die Arbeit auf mehrere Leute verteilen. Aber das muss ja nicht so sein. Man kann ja sagen, ja, wir brauchen eine bestimmte Palette von Gütern, um zu leben, also vor allem Nahrungsmittel und andere, produzieren sie zusammen und dann verteilen wir sie, und wo ist das Problem? Das macht ja, im Prinzip machen wir das ja schon in Form der öffentlichen Dienstleistungen, wenn sie gut funktionieren. Dann, wenn man krank wird, dann kann man ins Spital, dann wird man doch geheilt. Natürlich, oder? Und die sind angestellt von uns, eigentlich indirekt als Staatsangestellte, wie wir das machen. Wir können uns einfach gegenseitig anstellen und dann auch schauen, dass wir alle gleich viel tun. Das kann man ja schon, sonst werden wir dann unangenehm. Und das können wir betriebswirtschaftlich machen, da stimme ich Ihnen rein. Wir können eigentlich unsere Tauschwirtschaft in eine Betriebswirtschaft umwandeln und dann teilen. Also man kann verschiedene Zuteile, da bekommt man natürlich wieder was anderes. Es gibt verschiedene Sachen. Ich bin jetzt nicht für Einheit, so im Stil von Thomas Morus in Utopia, wo ich überhaupt nicht hin wollte, der wahrscheinlich auch nicht. Sondern die Vielfalt, es gibt sehr viele verschiedene Güter. Und hier reden wir ja eigentlich ganz locker von Systemen, die resilient sein sollen, also die stabiler sein sollen als unsere. Und Resilienz ist eine Eigenschaft von Systemen, das hat man untersucht. Diese Eigenschaft besagt, dass Systeme Schocks und Veränderungen gut verdauen. Es gibt auch in der Medizin resiliente Menschen, sind Menschen, die nach einer Krankheit schneller wieder auf die Füße kommen. Das heißt, sie haben vorher schon ein bisschen für ihre Fitness gesorgt vielleicht. Und wichtig bei resilienten Systemen sind so Sachen wie Transparenz, man muss wissen, was man macht, das ist ganz wichtig. Kooperation, man muss Fähigkeiten gegenseitig ausnützen. Meine, auch Industriearbeit ist eine Dienstleistung. Vergisst man oft. Aber wenn mal ein Produkt da ist, es kann ja auch immateriell sein. Also manchmal könnte ich sagen, ja, wenn ich nicht selber gerne Romane schreiben würde, würde ich sie als Dienstleistung bezeichnen. Das wäre ein bisschen frech.
Aber das heißt, resiliente Systeme sind auch modular. Einzelteile kann man austauschen und weiter verwenden. Ich nenne solche zum Beispiel auch ganze Nachbarschaften sind Module. Wenn man keine Module hat, hat man halt zentrale Systeme, die sind ungeheuer teuer und verletzlich. Und die haben wir heute. Also wir müssen dezentralisieren, relokalisieren, mehr Funktionen unserer Gesellschaft an Ort und Zeit zusammenbringen. Und dann werden wir kooperativ ungeheuer wirksam. Dann haben wir Kooperationsgewinne. Also wenn 5 Leute etwas machen, im Vergleich zu 4 ist es nicht 5-mal mehr, sondern vielleicht 6-mal mehr. Also es gibt merkwürdig, es gibt dieses kleine Wunder der Kooperation. Sonst gäbe es keine Industrie. Also die Unternehmer hätten gar nicht beginnen können, einen Profit zu machen, wenn da nicht mehr herausgeschaut hätte, als nur die Addition von Arbeit von einzelnen Arbeitern. Das ist da eine alte Geschichte. Und ich finde, diese Relokalisierungsgeschichte ist für mich wichtig. Ich möchte eine Gesellschaft, die zugleich lokal vielfältig und angenehm ist und global offen. Das ist möglich. Das ist einfach dann ein bisschen, statt Kurzferien auf den Malediven, macht man vielleicht ein Jahr Pause, wir haben ja bekanntlich zu wenig Arbeit, da muss man mal aussetzen, und reisen da mit Bahn, Velo und Schiffen mal nach Vladivostok und werden unterwegs durch ein paar interessante sibirische Sprachen, da komme ich zurück. Wir sind völlig verwandt und haben wirklich was zu erzählen und nicht immer nur die 3 gleichen Fische, die man da in der Medizin sieht. Das ist eine kleine Vision meiner Zukunft. Also ich stelle mir sie wahnsinnig schön vor. Es braucht auch weniger Energie und es ist langsamer vielleicht, genussvoller. Also ich kann wirklich dann in 35 Minuten meine Havanna-Zigarre rauchen, ohne dass da was passiert. Das ist ganz wichtig. Und die ist auch vegan übrigens, oder auch schade der Umwelt nicht. Wenn man sie vernünftig produziert, das machen die Kubaner, die haben ja fast eine Biolandwirtschaft jetzt bekommen, weil sie sich den Dünger nicht mehr leisten können. Ja, man kann auch aus Versehen einmal das Richtige tun. Das wäre wahrscheinlich das beste Rezept, dann müsste man sich nicht so anstrengen. Und ich finde überhaupt, wir stellen uns zu fit zu selbst an. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen nicht unbedingt loslassen, aber ein bisschen locker lassen, würde ich schon nicht schaden. Und dann kommen wir auch, also die Arbeitsverteilung ist das der geringste der Probleme. Also es ist auch sehr effizient, wenn wir wenig brauchen. Es ist sehr effizient. Gut, vielen Dank. Emi Seidel, Ihre Gesellschaft der Wünsche, wie würde die aussehen? Ja, also ich glaube, in dieser Wunschgesellschaft gäbe es andere Positionsgüter und die Positionsgüter, die wir jetzt haben, die würden an Bedeutung verlieren. Also beispielsweise das große Haus, das Auto, jedes Jahr ein neues oder alle 1,5 Jahre ein iPhone. Das hätte keine Bedeutung mehr oder nur noch eine sehr kleine und dafür, was weiß ich, schön hergestellte eigene Kleidung, intellektuelle Errungenschaften, ein schönes Haus, das für andere schön anschaubar ist, mit, ja, oder gut kochen können oder solche Dinge, also viel mehr immaterielle Werte als Positionsgüter, denn was wir jetzt haben durch diese Positionsgüter, das ist eben wirklich auch dieser Antrieb, immer materiell gewichtigere und umfangreichere Güter zu haben. Und das ist dann auch wieder verbunden mit dieser Wachstumsgesellschaft, immer mehr und immer größer und höher und reicher. Als zweites scheint mir, dass, was Hans gerade angesprochen hat, eben eine lokale, regionale Ökonomie. Ich glaube wirklich, dass wir diese lokalen und regionalen Kreisläufe viel stärker, viel mehr stärken müssen. Das ist auch, weil dann zum Teil eben auch weniger Gifte mit reinkommen, die auch vielleicht wieder verarbeitet werden können, sollten auch eine größere Aufmerksamkeit, was verwenden wir überhaupt. Also jetzt schicken wir einfach den Elektronikschrott nach Afrika. Wenn der hier bleiben würde, dann würden wir vielleicht ein anderes Verhältnis kriegen. Und dann vielleicht sage ich noch was zu dieser Einkommens- und Erwerbsarbeitsfrage. Ich denke, wir werden nicht darum herumkommen, Erwerbsarbeit zu gerechter zu verteilen, und das heißt auch für jeden weniger. Und das heißt auch Einkommensreduktionen für die mittleren und oberen Einkommen in jedem Fall, denn wenn wir keine Einkommensreduktionen dann dabei hätten, wäre das wieder ein Antrieb, um zu wachsen, weil Unternehmen müssen ja dann
mit mehr Produktion, effizienter Produktion diese Löhne bezahlen. Und das muss dann zugleich heißen, einen Ausbau von informellen Tätigkeitsbereichen. Das heißt mehr Versorgungsarbeit, Bürger, ehrenamtliches Engagement, Milizarbeit und so weiter. Und dann sind wir dort, wo du bist und sich gemeinsam kooperieren, Dinge herstellen. Dann bauen wir die Sachen selbst an und kochen ja mehr und flicken vielleicht oder reparieren solche Dinge. Also dass wir damit auch andere Kreisläufe schaffen, die außerhalb von der herkömmlichen Ökonomie sind. Vielen Dank. Ich möchte es nicht wagen, jetzt eine Zusammenfassung zu machen, sondern einfach festhalten, ich glaube, Wohlstand ohne Wachstum wäre möglich. Wir müssen einfach daran arbeiten und vielleicht nicht alles fest auf die Politik verlassen. Ich bin sicher, wir haben jetzt ganz viele Themenbereiche gestreift und weil wir sie nur gestreift haben, sind sicher auch ganz viele Fragen offen. Deshalb haben wir jetzt eine halbe Stunde Zeit, um Fragen aus dem Publikum beantworten zu können. Gibt es da schon Fragen? Ja, es ist eine Frage, es ist eine Bemerkung an Herrn Wittmann, heißt es vielleicht? Unter anderem, ja. Unter anderem. ich will einfach noch auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben, bezüglich dem Kühlschrank, dass da der verwelkte Salat das Problem ist. Und ich denke einfach, wenn wir schon über Nachhaltigkeit in der Nahrung, bei Nahrungsmitteln sprechen, ist es schon noch wichtig, auch anzusprechen, wo die eigentlichen Klimasünder herkommen. Und das sind ja nicht die Pflanzen. Also Sie haben gesagt, die Verschwendung ist das Problem. Und die Verschwendung ist sicher ein großes Problem, dass wir in Supermärkten so viel Nahrung fortschmeißen. Aber das Problem ist natürlich vor allem, das World Watch Institute hat vor 2 Jahren eine Studie veröffentlicht, dass 50% aller Klimagase plus minus bis zu 50% aus der Intensivtierhaltung kommen. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Und auch bei den Schulen, Sie haben die Schulen noch erwähnt, also ich weiß nicht, was Lederschuhe sind, aber wenn wir von Cradle zu Cradle sprechen, also Puma hat ja die Stellungnahme gemacht, die machen jetzt Cradle to Cradle. Und einer der Hauptpunkte war, sie werden keine Lederprodukte mehr verwenden, weil sie ökologisch sehr, sehr problematisch sind. Also das ist wie so das als Ergänzung gedacht. Danke für die Ergänzung. Also das mit dem Fleisch ist natürlich klar, wenn wir weniger Fleisch essen würden oder keines, könnten wir ein Viertel unseres Aufwandes für die Nahrungsproduktion. Und mehr, nein, hätten wir nur noch ein Viertel so viel Aufwand. Also es ist wahrscheinlich eher das kleine Rindsplätzchen im Kühlschrank, das dann die große Katastrophe anbietet. Und zu den Schulen würde ich sagen, schon gut, dass diese Puma-Schule, dass man das wieder verwenden kann, aber es braucht dann doch Energie, um sie herzustellen. Und die braucht man mir dann lange nicht mehr. Obwohl es jetzt aus dem falschen Material sind, natürlich. Darf ich das Beispiel Puma noch kurz erklären, wie das zustande gekommen ist? Weil ich glaube, das ist einfach interessant. Greenpeace hat letztes Jahr Produkte aus den Läden genommen von Adidas, Nike, Puma, H&M und C&A und hat die untersuchen lassen, was da für chemische Substanzen drin sind. Das war ziemlich verheerend. Diese 5 Firmen haben sich zu einer Koalition zusammengeschlossen und haben einen Deal gemacht mit Greenpeace, wonach sie sich verpflichten, bis 2020 die Supply Chain, also die Lieferkette, nach Asien in Ordnung zu bringen. Und der Geschäftsführer von Puma hat realisiert, dass sie dieses Ziel nie werden erreichen können. Und er hat gesagt, ich brauche dadurch einen anderen Ansatz und hat darum Cradle to Cradle gewählt. Also es geht ein bisschen andere Denken. Meinerseits ist auch weniger eine Frage, sondern eine Ergänzung, ein Beitrag. Vorhin wurde mehrfach erwähnt, wie das Finanzsystem eine wesentliche Ursache unserer Wachstumsdenkstruktur ist, unserer Wachstumsproblematik. Und es wurde gesagt, warum gibt es denn noch gar keine Partei dazu? Gerade um den Professor Binswanger, der schon öfter erwähnt worden ist aus St. Gallen, dort gibt es einen Verein, Momo heißt er. Der macht sich zur Aufgabe, im Jahr 2013, also im nächsten Jahr, eine Volksinitiative in der Schweiz zu starten, wo es darum geht, die Finanzwirtschaft wieder in den Dienst der Realwirtschaft zu stellen.
es würde jetzt ein bisschen mehr Raum brauchen für mich, um zu erklären, was damit gemeint ist, aber vielleicht möchte ich eine Sensibilität unter den Zuhörern hier wecken. Wenn Sie etwas von Vollgeldinitiative im nächsten Jahr hören, dann spitzen Sie doch die Ohren. Es geht um, oder sonst in der Presse lesen. Die Vollgeldgedanke strebt an, die Gewinne, die heute die Banken machen mit der Geldschöpfung, wieder in die Hand, in die öffentliche Hand zurückzubringen, um damit eben Projekte, wie sie hier auch angedeutet wurden, finanzieren zu können. In dem Zusammenhang gibt es noch eine andere Initiative von der Grünen Partei, das ist Grüne Wirtschaft. Die haben jetzt die Unterschriften gesammelt, das heißt in 3 bis 4 Jahren wird der Schweizer an die Abgase, an die Uhren gehen dürfen, und zum Thema grüne Wirtschaft unser Votum abzugeben. Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine kurze Frage, vielleicht doch nochmal, um auf Schumacher einzugehen. Ich finde das ganz interessant, ich finde auch das Ziel cool. Ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, Cradle to Cradle bedeutet ja, dass Wohlstand ohne Wachstum möglich ist. Und gleichzeitig ist Puma eine Aktiengesellschaft, die absolut auf ihre Kurse guckt. Wie sehen Sie das vereinbar? Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es eher um einen Marketing-Trick und ein bisschen Greenpeace zu beruhigen geht, als dass man wirklich versucht, nicht wachstumsorientiert zu wirtschaften. Ja, das kann man so sehen. Ich sehe es aber ein bisschen anders. Weil wir doch jetzt seit 20 Jahren uns wirklich bemühen, endlich mal so die größeren Players, okay, man hat jetzt gemerkt, Puma bewegt etwas, dass wir die ins Boot kriegen. Es geht ums Boot kriegen. Und es geht immer um die Problematik, die wir haben. Es geht um Push und Pull. Die Industrie sagt, ja, der Markt ist nicht da. Und der Markt sagt, ja, es gibt keine Produkte. Okay, was will ich tun? Und das ist ein Ansatz, eine Initiative, die diese Firma jetzt macht. Und wir hoffen natürlich, dass wenn sie erfolgreich sind, okay, dass sie nachher wirklich auch die nächsten Schritte machen. Ich glaube, wir haben große Initiativen, die wir zurzeit machen. Ich bin ja jetzt vor 3 Jahren zurückgekommen in die Schweiz. Wir machen den Alpenraum Prädulpel. Wir sind mittlerweile ein Team von 14. Also Alpenraum, Stuttgart, München, Wien, Mailand, Lyon. Wir sehen das als das industrielle Herz Europas. Und wir machen Textilindustrie weltweit. Und in dem Zusammenhang haben wir ein Projekt starten können, eine Machbarkeitsstudie dieses Jahr mit einem Entwicklungsland, Developing Country, wo wir sehen, prüfen, ob wir die gesamte Textilindustrie in diesem Land auf Trendbuchwelle bringen können. Also ob wir wirklich einen Impact schaffen. Und dieses Land ist Indonesien und gefördert wird das Projekt von der Schweiz. Okay? Weil die Schweiz hier erkennt, dass man hier aktiv tätig sein kann. Also man versucht, oder wir müssen in unterschiedlichen Zellen, müssen wir aktiv sein. Und plötzlich entsteht eine Masse, wo man dieses wahrnimmt, was hier passiert. Und dann hoffen wir einfach, dass dieser Tipping Point irgendwann plötzlich da ist und dann geht es plötzlich schnell. Okay? Das ist das, wo wir eigentlich drauf hoffen. Ich frage mich einfach als Kunde und vielleicht auch als Studienabgänger, wie man dann solche Firmen, die jetzt das Richtige machen, erkennen kann. Also einerseits als Konsument, andererseits als Arbeitnehmer. Ja, das ist die schwierige Aufgabe. Mensch, wie kann man das kommunizieren? Weil wir sind ein relativ kleines Unternehmen. Wir haben diese Marke Cradle to Cradle als Marke schützen lassen. Man wurde oft wurden wir kritisiert, warum wir das getan haben. Wir mussten es tun, weil wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte es jemand anders gemacht und hätte dann irgendwo richtig abcashen wollen. Und das Problem ist eben, wie kommen Sie voran? Wir haben die Millionen nicht zur Verfügung, um riesige Werbekampagnen zu machen. Also, Sie müssen sich bewegen, aber ohne die Ressourcen ist es halt schwierig. Darf ich da vielleicht zu was zu sagen? Sie sind gut ausgebildet, Sie sind engagiert, Sie werden vielleicht in ganz konventionellen Unternehmen gebraucht, um dort den Wandel hinzubringen. Ja.
wurde dann auch für Flugzeugsitze und Autositze gebraucht. Und da wurde gefragt, ja, wo, also als Kritik, wo sind denn die anderen 99% von Ressourcen, die für das Auto gebraucht werden oder das Flugzeug im Credit-to-Credit-Ansatz gedacht. Und wenn wir eben noch eine Frage noch kritischer gehen, wie viel Mobilität steht uns überhaupt zu, wie viel Auto brauchen wir überhaupt, wie viel Flugzeug brauchen wir überhaupt. Und ich sehe einfach, wir haben zusammen, meine Kollegin ist auch hier im Raum, an der ETH jetzt ein neues Energieleitbild, seit etwa ein, zwei Wochen offiziell. Und wir haben in einer Gruppe mit Professoren und anderen das gemeinsam erarbeitet. Und als wir angesprochen haben, dass wir halt die Flüge limitieren wollen von den Dozierenden, von den PhD und von den Studenten, da war so eine große Beschneidung von meinem wirtschaftlichen Freiheitsrecht die Rede, von wegen, ja, ich muss doch selber entscheiden können als Professor, was ich darf und was nicht. Also der Widerstand war so groß, dass ich mich irgendwie frage, woher kommen diese Fragen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Wie viel brauchen wir überhaupt? Und wer limitiert das, was wir eigentlich gar nicht brauchen? Weil es wird nicht freiwillig einfach plötzlich nicht nächstes Jahr ein neues iPhone rauskommen oder niemand mehr fliegt. Ich kann hier versuchen, eine Antwort zu geben. Das ist das, was uns eigentlich auch so wirklich antreibt. Für uns ist das Kriterium Qualität. Welche Qualität brauchen wir in den Produkten? Okay? Und wenn wir eben sehen, wie viele Produkte heute produziert werden und welche Probleme in diesen Produkten sind, okay? Von Umweltbelastung her, von Gesundheitsbelastungen her, wir haben da ein massives Problem, was uns quasi auch im Lebensraum gefährdet. Denken Sie an Innenräume. In Innenräumen ist die Innenraumluftqualität von der Feinstaubbelastung her 3 bis 8 Mal höher als draußen. Politik kümmert sich um die Feinstaubbelastung draußen und wir sagen, die Industrie muss die Verantwortung übernehmen und muss schauen, dass wir eine bessere Qualität von Produkten schaffen. Also wir reden von Bodenbelägen, wir reden von Sitzbezügen, wir reden von Bekleidung, wir reden von Computern, wir reden von Decken, Beleuchtungen etc. Das ist unser Ansatz, okay? Logisch, stimme ich überein, wir müssen einen Konsens finden, wie gehen wir mit der Mobilität um, weil die spielt einen Faktor. Aber da arbeiten wir auch zurzeit an einem Thema, wo wir versuchen, unterschiedliche Firmen zusammenzubringen, wo wir dieses Thema Energy Grids Systeme Lösungen zu finden, auch in diesem Denken von Cradle to Cradle. Weil das Denken von Cradle to Cradle ist erneuerbare Energie. Okay? Und das ist eine Riesen-Challenge, das zu erreichen. Aber dieses Thema haben wir vor über 10 Jahren positioniert. Da wurden wir ausgelacht, weil die meisten einfach nur auf CO2-Reduktion appellieren oder der ökologische Fußabdruck muss reduziert werden. Wir müssen schauen, dass wir unsere Produkte anders gestalten, dass wir die Energie in erneuerbare Energie machen. Dann haben wir diese Themen nicht in der Dramatik, die wir es haben. Vielleicht darf ich noch kurz was dazu sagen zu diesen Flügen und Reisen von wissenschaftlichen Angestellten. Ich bin ja auch in dieser Situation, ich arbeite ja auch in einem Forschungsinstitut und da kommen zwei Dinge zusammen. Einerseits ist das ein Positionsgut. Wie viel werde ich international eingeladen? Wie viele Reisen mache ich im Jahr? Und das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Zweite ist, dass es für die Karriere von vielen, gerade von Nachwuchswissenschaftlern, wichtig ist. Also hier geht es darum, wie können wir das brechen? Wie könnte man vielleicht dieses Positionsgut brechen? Und allenfalls auch, wie kann man das mit dieser Karriere brechen? Aber das ist nicht einfach. Ja, ich möchte das Thema wechseln, etwas, worüber Sie jetzt nicht gesprochen haben, ein Aspekt, der meiner Meinung nach bei solchen Diskussionen über Wachstum und Grenzen des Wachstums und so weiter oft ausgeklammert wird, ist der Bevölkerungswachstum. Ich rede jetzt auch vom globalen Bevölkerungswachstum. Jetzt auch im Zusammenhang mit den Treibern für den Wachstum, die Sie angesprochen haben. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, das bei uns nicht. Also wenn eine Bevölkerung wächst in Bangladesch und da ist
dass der Energieverbrauch irgendwo bei 100 Watt. Wenn ein Kind geboren wird in Bangladesch, dann entspricht das 10 Kindern bei uns, oder sogar 100, ich habe mich schon verrechnet. Und das, ich würde das schon, das stimmt natürlich, weil es geht ja pro Kopf, aber die Köpfe sehen ja ganz verschieden aus. Und wir haben ja die großen Köpfe hier. Und wenn man dann so argumentiert, dann ist man sicher auf einer falschen Schiene. Wir hier müssen reduzieren, das nützt sehr viel. Das Zweite, was ich dazu sagen kann, ist, die demografische Wende steht uns bevor. Also die Projektion, die ich gesehen habe von der UNO, sagen, irgendwann im Jahr 2040 hört es auf und dann haben wir 8 Milliarden und dann sinkt es wieder. Und das heißt, das Bevölkerungswachstum wird nicht exponentiell weitergehen. In allen Ländern, sogar überraschenderweise in Ländern wie Iran, ist die Fruchtbarkeitsrate der Frauen zurückgegangen. Bei uns ist sie schon unter dem Niveau der Reproduktion, nicht nur in der Schweiz und Deutschland sowieso. Das heißt, vielleicht müssen wir da gar nicht viel tun. Also der wichtigste Faktor ist schon gut, wenn weniger Menschen da sind, würde ich mal sagen. Aber nicht Sie und nicht ich natürlich, sondern irgendwelche theoretischen Leute, die noch nicht geboren werden. Das ist ja das Problem von diesen Eco-Pop-Diskussionen. Wir reden ja von Menschen, die da sind. Die sind ja dann, ich weiß nicht, ob Sie jetzt in Deutschland 10.000 Watt brauchen oder in der Schweiz, spielt ja wirklich keine Rolle. Außer das Klima würde genau bei irgendwo bei Waldshut dann stoppen, oder? Und dann sagen, oh, in der Schweiz sind so wenig Leute oder so viele, machen jetzt weniger Klimawandel. Das ist alles eine wahnsinnig blödsinnige Anomalie. Also aber dann könnte man sagen, ja, wir kommen ja sowieso um diese Klippe herum und wir können ja alle weniger brauchen und dann ist das Problem weg. Ich würde, wäre mir sympathisch. Ja. Die Bildung scheint, das wollte ich eigentlich sagen, ich bin dann abgeglitten wegen Eco-Pop, die machen mir ein bisschen erfüllt. Wenn die Menschen gebildeter werden, also wir müssen eine Bildungsoffensive starten, eine globale, dann gibt es auch weniger Kinder. Das hat man immer gesehen, das korreliert ziemlich gut. Und das finde ich halt toll, weil Bildung macht nur 2% unserer Umweltbelastung aus. Das ist ziemlich gute News im Vergleich zu Wohnen, das sind 24%, also wir können uns doppelt so lange bilden. Und der Planet überlebt das Spiel und wird es dann weniger Mensch geben. Ja, also ich würde gerne noch eine andere Perspektive einbringen. Also die Gesamtsituation ist ja irgendwie mit diesen Zielen bis 2020, bis 2050, da sind wir ja sehr weit entfernt. Und das ist ja schon lange so und ich frage mich halt so, was gibt es für eine Erklärung dafür? Und ich hätte da eine These und wir leben in einer Gesellschaft, also wenn wir in die Zukunft schauen, wenn es um Kilowatt oder Ressourcen geht, dann leben wir in einer Gesellschaft, wo alles immer knapper und knapper und knapper werden wird und noch viel mehr werden wird wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Welt im Alltag, was mich interessiert, also womit ich über Watt entscheide, das ist schlussendlich das Geld. Aber gleichzeitig in dieser Situation, wo die Watts sozusagen weniger werden, haben wir es mit einer Situation zu tun, wo das Geld irgendwie in ungemaßem Maße eigentlich bis ins Unendliche wächst. Und mich nimmt es Wunder, also in dieser Diskrepanz, in dieser Loslösung des wichtigsten Kommunikationsmittels, übermaterielle Ressourcen, was heute das Geld ist, inwiefern ist diese Frage vielleicht auch ein zentraler Punkt in der Debatte und was gäbe es da vielleicht für Ansatzpunkte und diese Entfremdung von dem Watt, um das wieder in den Alltag zu bringen. Also als ganz einfaches Beispiel, eine Bekannte von mir, die ist Bäuerin und die hat ganz viel Land und dieses Land liegt mehrheitlich in Gebrauch, weil es irgendwie auf dem Land ist und Landwirtschaft ist ja sowieso nur lukrativ, weil es dafür Aufgaben vom Staat gibt. Und mein Bezug jetzt zu diesem Land, ich sehe mir diese Wiesen an und denke, was bringen mir diese Wiesen? Ich brauche Geld. Und also vielleicht ist da auch die Schweiz irgendwie ein komisches Land, um solche Ressourcendebatten überhaupt zu führen, weil wir derart entfremdet sind von diesen Fragen, was unser Alltag anbelangt. Also mich nimmt einfach unter diese Perspektive auf, wie kommunizieren wir über diese Dinge, wie was und wie sehr müsste man das vielleicht
in den Zusammenhang bringen mit dem Geld oder was gibt es da für Alternativen für die Kommunikation, die wir als Grundlage unserer Wirtschaft vielleicht einführen könnten? Ich denke, Sie sprechen das Thema von Knappheiten an und es ist sicherlich ein Problem, dass unser Markt Knappheiten nicht abbildet. Die Ressourcen sind Kosten höchstens die Extraktionspreise, aber die ganzen Kosten, die Ressourcen verursachen, sind nicht internalisiert. Das ist ein ganz klassisches ökonomisches Problem, Problem der fehlenden Internalisierung von externen Kosten. Und eigentlich haben wir auch schon seit sicher 15, 20 Jahren, die Debatte, diese Kosten zu internalisieren, ökologische Steuerreformen. Die Co-Herausgebung des Buches von Postwachstumsgesellschaft Angelika Zahnt ist seit 30 Jahren in dieser Debatte und ihre Motivation, die Wachstumsfrage anzugehen, war die, dass wenn sie gefordert hat, ökologische Steuern einzuführen, die Politik immer sagt, ja, aber das bremst ja das Wirtschaftswachstum. Das würde mir dann aber schon hoffen, nicht? Das ist so. Ich finde das auch, was Sie sagen, ist interessant. Also die Umweltbelastung der Ernährung macht 28% unseres Umweltbelastung aus, aber wir geben nur 8% unser Haushaltsbudget für Ernährung aus. Das unterstreicht, was du gesagt hast. Eigentlich müssen wir 30% für Lebensmittel ausgeben, wenn Geld die Umweltbelastung abbilden würde. Das tut sie nicht. Das ist wahrscheinlich das eklatanteste Marktversagen neben allem anderen und neben dem generellen Versagen vom Markt. Ein Markt, der so funktioniert, können wir gleich vergessen. Man sagt immer, es ist ein Kommunikationsinstrument, aber offensichtlich das schlechteste Mögliche. Weil die Leute reden in einer Sprache, die nicht ankommt. Sie funktioniert schlicht nicht. Also die Bauern in der Schweiz, die sind ja, das wissen Sie selbst, das sind ja Staatsangestellte. Von jedem Franken, den sie verdienen, kommen 80 Euro vom Staat. Sie wissen es nur nicht und haben es auch ideologisch noch nicht verdaut. Das verstehe ich noch, das stolze Bauertum. Aber sie sind genauso Staatsangestellte wie du. Aber gleichzeitig ist diese Situation, dass unsere Nahrungsmittel so günstig sind, unsere Nahrungsmittel sind so teuer in der Produktion, weil die Industriegüter so günstig sind. Und diese Industriegüter sind wieder so günstig, weil dort die Preise natürlich absolut nicht internalisiert sind. Ja, und weil die Löhne dann halt in Ländern wie China wunderbar tief sind, das ist ein toller Standortvorteil, nicht wahr? Die Bauern sind Staatsangestellte, weil eigentlich sind sie gar nicht produktiv, da müssen wir ihnen halt zusätzlich Geld geben. Aber das ist auch ein Abbild des Marktes, dass Landwirtschaftsgüter in der Schweiz herzustellen recht teuer ist. Ja, also auf die Ernährung möchte ich nur kurz eingehen. Das Bundesamt für Gesundheit sagt, wir sollten mit Gemüse und Früchte essen. Und wenn man dann schaut, wo wir die Subventionen geben, dann gehen wir Fleisch in die Wildwirtschaft, das ist ein absolutes Skandal und das Bundesamt spricht halt nicht mit dem anderen Bundesamt und die Lobby hat da schlussendlich dazu beigetragen, dass das Fleisch zu billig ist und deshalb essen wir diesen ökologischen Wahnsinn, der uns übrigens auch krank macht. Ich wollte eigentlich auf zwei Tabus zu sprechen kommen. Das eine ist der Zwang zum Wachstum, zum Bitwachstum. Was ist die Ursache? Ein Punkt wurde nicht erwähnt, das ist nämlich der Zinseszins. Heute wird mit Geld immer noch mehr Geld produziert und der Zinseszins ist der Trigger, dass das Geld sich vermehrt und die Pensionskassen wurden erwähnt. Ich habe zum Beispiel geschaut, was machen Hilfswerke, was macht die DEZA, die Direktion für Entwicklung Zusammenarbeit, was macht deren Pensionskasse. Und die Pensionskasse der Direktion für Entwicklung Zusammenarbeit macht ziemlich genau das Gegenteil von dem, was das Leitbild sagt. Sie investiert nämlich in alles, was möglichst viel Geld gibt. Und die DEZA sagt, unser Hauptziel ist die Halbierung der extremen Armut. Ich habe schon lange der DEZA vorgeschlagen, dass man nicht so einseitig thematisieren sollte, die Halbierung der extremen Armut kann nämlich nur entstehen, wenn man den extremen Reichtum halbiert. Nur dann funktioniert das. Das wäre dann eine ausgewogene Millenniumszielsdebatte. Also der Zinseszins müsste unbedingt thematisiert werden, nebst der Vorgeldreform, die vorhin erwähnt worden ist. Und ich hoffe, dass wir im Frühjahr starten können mit der unterschiedlichen Zahlen. Dann das zweite Tabu, was Hans gesagt hat mit der Bildung. Ich
war letztlich an einem Vortrag von Raja Gopal, der mit Eka Parishad für Landreform in Indien unterwegs ist, der sagt, in Indien gibt es eine Disconnectedness, das ist die größte Krankheit des indischen Mittelstandes. Er sagt, dass die Entkopplung vom Hirn zum Herzen das Hauptproblem, die Hauptkrankheit ist des indischen Mittelstands. Und das ist bei uns auch so. Also mehr Bildung alleine, ohne die Weisheit auch zu fördern, führt dazu, dass wir Fachidioten haben, die auch Atomkraftwerke weiterbauen wollen. Also die Weisheit, die Empathie schlussendlich fehlt. Und in diesem Zusammenhang, Hans, wenn du sagst, Hausmarktgesellschaft ist eine gute Idee, das finde ich auch. Aber man muss eben schauen, nicht pro Kopf, sondern muss schauen pro Fläche. Und wir sind in der Schweiz, haben wir einen 4- bis 5-fachen Fußabdruck. Das heißt, wir bräuchten 5 Planeten, wenn alle so leben würden wie wir in der Schweiz. Und das hat durchaus auch damit zu tun, wie viele Menschen wir sind in einem bestimmten Land. Und deshalb muss man analysieren, was passiert in Bangladesch und so weiter. Man weiß, gemäß der UNO, dass jede 2. bis 3. Schwangerschaft von Frauen ungewollt ist weltweit. Also investieren wir dann das Geld, damit alle Menschen entscheiden können, wann sie ihre Kinder haben wollen. Das wird nicht gemacht, weil man eben eine Tat, man will, dass die Bevölkerung wächst, damit das Wachstum gut argumentiert werden kann. Also da sieht man die Zusammenhänge zwischen dem Wirtschaftswachstum und dem Bevölkerungswachstum. Wenn man dann sagt, das beruhigt dann schon, dann stimmt das vielleicht, vielleicht stimmt das auch nicht. Aber wenn man Empathie übt, dann macht man etwas, damit alle Frauen, die nicht ungewollt schwanger werden wollen, Aufklärung erhalten und die entsprechenden Mittel, um ihre Ziele zu erreichen. Und da denke ich, können wir ganz viel machen, wenn wir das integrieren in der Entwicklungszusammenarbeit. Und es ist ganz klar, dass wenn die Menschen in der Schweiz weniger Kinder haben, dann ist das ein viel besserer Effekt als in Bangladesch, das sind wir uns sicher einig. Ich glaube das auch, was du sagst, das Herz und Verstand zusammenarbeiten. Und ich wollte nur sagen, wenn gebildete Menschen machen weniger Kinder, jetzt egal aus welchen Gründen, schon klar, vielleicht machen auch Fachidioten weniger Kinder. Es ging einfach darum, dass man sieht, wenn der Bildungsstandard zunimmt, dann geht die Geburtenrate zurück. Das ist eine gute Neuigkeit. Ob man jetzt die Schweiz anschaut mit ihrer Personen pro Fläche, das ist ein bisschen willkürlich. Die Schweiz wurde ja nicht gegründet als ökologisches Wunderland vor 200 Jahren, sondern als irgendwelchen politischen Durcheinander. Reden wir doch einfach von Mitteleuropa, ja, oder von Europa. Es hat ja keinen Sinn, irgendeinen Ort jetzt ökologisch ins Visier zu nehmen, weil wir haben es ja sowieso mit globalen und größeren Dingen zu tun. Und darum die Belehrung der Frau, dass sie keine Kinder haben sollen, das ist gar nicht notwendig und das könnte auch zu anderen Problemen dann wieder führen. Stichwort. Die Aufklärung ist sicher okay. Ja, es gibt ungewollte Chancen. Wir haben noch Zeit für etwa 2 Fragen. Ja, ich wollte es aus der Perspektive eines Ingenieurs, vor allem eines Auszubildenden, Elektrotechnik-Ingenieurs, wie das jetzt ist mit diesen Materialien. Also jedes Mal, wenn ich in einer Vorlesung zum Beispiel bei Carbon höre, dass da eine spezielle Legierung gemacht wird, dann denke ich mir, ja, was passiert nachher? Also die Frage ist besonders an Herrn Kellen, ist dieses Denken mit exotischen Materialien ein starkes Problem für die Kräuterleute oder müsste man den Leuten vielleicht auch sagen, dass es auch mit etwas anderem geht. Ja, also. Ja, danke für die Frage. Das ist genau das was wir versuchen. Wir kennen die Möglichkeit nicht oder die Lösung nicht. Und wir versuchen hier Lösungen zu finden mit der Industrie. Das ist eine gewaltige Industrie. Das heißt, wir müssen die Dinge anders produzieren, als wir sie heute tun. Das ist die Herausforderung. Und wie schaffen wir das? Also wir brauchen hier Wissen, okay, müssen wir generieren, um diese Lösungen zu finden. Und dieses Kreislaufdenken, das kann dieses Wissen mobilisieren, das ist die Hoffnung. Wir haben natürlich hier aber viele Global Players da drin in dem Thema. Und kleine Firmen können eigentlich wenig tun, weil die sind von der Elektronik abhängig. Okay?
Und da versuchen wir versuchen jetzt eigentlich da anzupacken, dass wir versuchen, ein Netzwerk von kleineren Firmen aufzubauen, die versuchen, gemeinsam neue Wege zu gehen. Das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Gerne eingeladen. Ja, ich freue mich darauf grundsätzlich. Was ich auch noch mal das Gefühl habe, ist, dass wenn eine Technologie neu herauskommt, dass das mit relativ viel Getöse passiert, also mit einem Haufen ganz spezieller Mittel. Und dann, wenn sich diese weiterentwickelt, dann sieht man, es geht auch einfacher und so weiter. Ein anderes Beispiel für mich sind Solarzellen. Da werden immer noch irgendwelche Sachen mit Cadmium und Selen und allem Möglichen rumgeforscht. Ich habe gerade gehört, dass Selen extrem selten ist. Auch als Spurenelement für uns wichtig ist. Also, ich weiß nicht mehr ganz genau, was du sagen wolltest. Vielleicht wollten Sie sagen, dass auch Solarenergie anladen eine Umweltbelastung haben. Meine Frage betrifft eigentlich diese Utopie, die Frank Hans-Wittel erwähnt hat, also diese Utopie, in der die Reproduktion des Lebens eigentlich nicht durch den Markt vermittelt wird. Also, dass diese Erzählungssache auf eine sehr komplexe, höhere Niveau eigentlich vollzieht, es ist nicht diese Romantik des selber machen wie früher. Und meine Frage ist, woher sollen die Ressourcen für die Realisierung dieser Utopie eigentlich kommen? Weil ich denke, die Utopie ist sehr attraktiv und es gibt auch solche Projekte, die existieren, aber dass es auf eine größere Fläche auch stattfinden kann. Ich denke, es ist die Frage der Ressourcen bezüglich Eigentum einerseits, also und andererseits Ressourcen bezüglich Investitionen. Und weil gerade diese Projekte sich dem Markt entziehen, ist es eben schwierig, dass überhaupt Leute in solche Projekte investieren. Also es ist ja, Sie sitzen in einem solchen Projekt, das wurde investiert, unser Steuergeld hier, das hat nichts mit Macht zu tun. Also trotzdem steht dieser Hörsaal hier. Also es ist möglich, ohne Markt Investitionen zu tätigen. Und das passiert jeden Tag. Jedes vernünftige Land hat eine Staatsquote von 40% heute, Frankreich 57%, Frankreich gibt es immer noch. Oder? Der Markt ist schon jetzt nur noch eine relativ kleine Sache. Also es ist weltweit gesehen. In anderen Ländern, die ganz anders aufgestellt sind und nicht so lange mit der öffentlichen Dienstleistung sich da befreundet haben, ist der Markt stärker. Also merkwürdigerweise sind die ärmsten Länder immer die neoliberalsten, weil dort eben der öffentliche Sektor noch nicht aufgebaut werden konnte. Meine Diskussion ist, ja, der öffentliche Sektor ist die Antwort, man muss sie noch ein bisschen demokratischer gestalten, als er heute ist, vielleicht genossenschaftsmäßig, aber im Prinzip geht das, jede Gemeinde macht das. Auch die beschließt, ein Schwimmbad zu bauen, dann baut sie ein Schwimmbad, da ist das Problem. Klar, und dann Beton. Die Ressourcen, ich weiß nicht, ob sie jetzt die materiellen Ressourcen meinen. So wie ich mir das vorstelle, würde eine normale Gesellschaft viel weniger Ressourcen brauchen. Das würde auch bedeuten, dass sie eher vorhanden sind. Ich nenne das übrigens nicht Utopie, das wird mir nur aufgeklebt, weil die Leute Freude haben und wollen. Ich nenne das eine längst fällige Entspannung und Normalisierung unserer Situation. Mit den Ausnahmezuständen. Ich glaube, das ist genau der richtige Satz zum Abschließen. Einen ganz herzlichen Dank für euch fürs Mitmachen und euch am Podium. Wir haben kleine Geschenkchen für euch. Es ist ja schon fast Weihnachten. Ja, die Welt ist untergeht vorher. Vielen Dank. Die Nachricht draußen.